So, könnt ihr mich jetzt sehen? Hallo und herzlich willkommen, liebe Hundefreunde. Es tut mir leid, leider mit etwas Verzögerung. Aus dem einfachen Grund, ich mache es heute zum ersten Mal. Gebt mir mal bitte schnell einen Daumen hoch, wenn die Technik funktioniert, wenn der Ton funktioniert. Problematik ist folgende gewesen. Ich habe den Stream gestartet, aber nicht die Übertragung. Es sind zwei Knöpfe. Ich mache es heute zum ersten ich starte heute zum ersten Mal einen Livestream hier auf YouTube. Verzeiht es mir den Fehler. Sorry. Ja, ich wollte ja bereits am Sonntag schon ein Live-Video dazu starten. Habe ich allerdings sein gelassen, aus dem einfachen Grund. Zu dem Zeitpunkt sind auch meine Emotionen noch etwas sehr weit oben gewesen. Ich musste auch viele Sachen erstmal sacken lassen. Ich musste auch für mich erstmal ein paar Sachen verarbeiten. Ich habe mir den Podcast mittlerweile ein paar Mal angehört. Und wenn ich mir so Sachen anhöre, auch wenn jemand über irgendjemand was Böses sagt oder auch über mich irgendwas Schlechtes, Negatives oder Kritisches sagt, denke ich auch ganz oft drüber nach. Und es gibt halt immer so ein paar Sachen, da ist immer so, und wenn es nur ein Fünkchen Wahrheit dran ist, irgendwas ist immer dran und man muss dann auch mal ein bisschen selbstkritisch drüber nachdenken. Ich möchte zu Martin Rütter, zu seiner Arbeit und so weiter möchte ich mich eigentlich im Großen und Ganzen gar nicht äußern. Auch das, was er über Knut Fuchs gesagt hat, das lasse ich so dahingestellt sein. Was mir wichtig ist oder was mir in dem ganzen Schutzhunde-Podcast komplett gefehlt hat, ist, dass man letztendlich schon von vornherein in die Sache reingegangen ist mit der Prämisse, Schutzdienst ist was Böses. Wenn wir Schutzdienst mit Hunden machen, hetzen wir Hunde auf Leute. Wollen wir, dass Menschen verletzt werden? Und das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und das ist, ich kritisiere das auch ganz oft mal, oftmals bei großen Verbänden, dass, ob es jetzt Rassezuchtverbände sind, ob es Sportverbände sind, die Schutzdienst betreiben, dass diese Öffentlichkeitsarbeit extrem wichtig ist. Und dass wir auch den Schutzhunde-Sport, ganz wichtig, als Sport verkaufen und nicht, dass wir hochaggressive Hunde haben. Das bedeutet auch, dass Leute sich den Sport ansehen können und wir auch den Sport den Leuten erklären können. Warum macht ein Hund was? Wieso beißt mein Hund? Wieso stellt mein Hund einen flüchtenden Täter? Genauso auch, was ist der Helfer? Der Helfer ist in keinster Weise ein Gegner. Wir fangen immer an, dass der Helfer erstmal ein Sozialpartner ist. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn für den Hund von Anfang an der Helfer immer ein Gegner ist, passieren genau die Sachen, wo sich Martin Rütter dazu geäußert hat. Und das natürlich dann ins Negative fällt. Gerade für mich, für meinen Sport, fürs Monitoring sind natürlich Sachen auch drin, die, ja, wo man natürlich auch sehr intensiv besprechen muss und vor allen Dingen auch erklären muss. Das ist natürlich, das wird auch heute hier eine Nummer werden. Ich glaube, das können wir bis spät in die Nacht betreiben. Weil es sind so viele Sachen da drin, um diese Punkte und diese Kleinigkeiten auch zu besprechen. Das würde, denke ich, heute komplett den Rahmen sprengen. Ich habe mir einige Stellen rausgeguckt, die für mich persönlich wichtig sind.
Ich werde auf die Stellen eingehen, auch meine Meinung dazu sagen und euch versuchen, auch diese Sache so weit näher zu bringen, dass da auch ein entsprechender Sachverstand da ist. Es sind natürlich, was man auch im Vorfeld sagen muss, man spricht natürlich in dem Schutzhunde-Podcast hier von zwei Sportarten und zusätzlich noch der Diensthundeausbildung. Und theoretisch müsste man da mindestens drei Podcasts draus machen, beziehungsweise drei Themen draus machen und zu jedem Podcast eigentlich nochmal Unterthemen, wo man drauf eingeht, ich spreche jetzt mal vom normalen IGP-Sport, Aufbauarbeit, Triebarbeit, Triebwechsel, Beuteaggression, Gehorsam, genauso auch fürs Monitoring, Aufbauarbeit, Gehorsamsarbeit, Triebarbeit und dann nochmal zusätzlich der Dienstbereich und der ist ja natürlich noch viel großräumiger, weil man natürlich gerade im Dienstbereich, im Gegensatz zum Sportbereich, haben wir im Dienst, gerade draußen auf der Straße, haben wir keine Regeln. Wir müssen, der Hund bzw. der Hundeführer muss natürlich immer mit Sachen rechnen, die er so nicht vorhersehen kann und wo natürlich auch sehr viel Gewalt im Spiel mit drin ist. Ja, allgemein zum Hundesport oder ich spreche jetzt allgemein Hundesport, Schutzdienst, Schutzhunde, Schutzhund, Schutzdienst, Ausbildung ist für mich in dem Moment so ein bisschen das falsche Wort. Für jemand oder für die Leute, die Schutzdienst betreiben, ist es was ganz Normales, wenn man natürlich draußen auf die Straße geht und jemanden fragt, ich habe einen Schutzhund oder ich mache mit meinem Hund Schutzdienst, denken alle, oh, der ist böse. Das ist Quatsch. Also 75% der Hunde sind, die einen sehr guten Schutzdienst betreiben. Die Hunde sind total unbefangen, auch im Alltag. Oftmals können natürlich auch gerade mit bedrohlichen Situationen viel, viel besser umgehen, weil sie natürlich auch gelernt haben, mit ihren Trieben umzugehen. Und man muss natürlich auch immer gucken, was habe ich für eine Hunderasse? Beziehungsweise, was habe ich für einen Typ Hund? Habe ich einen Hund, der sehr hochtriebig ist, mit viel oder wenig Nerven? Habe ich einen Hund mit sehr starken Nerven, der nicht so triebig ist oder der hochtriebig ist? Dadurch entsteht natürlich ein ganz anderes Ausdrucksverhalten vom Hund. Dadurch müssen natürlich auch ganz andere Ausbildungswege eingeschlagen werden. Und gerade bei dem Thema Ausbildungswege ist eines der ganz großen Themen, wo man natürlich auch den Hundeführer sehen muss, ob er überhaupt den Sachen gewachsen ist. Also ich selbst habe bei mir im Training einige Hundeführer, die führen zum ersten Mal einen belgischen Schäferhund, einen Mali. Und die führen den richtig gut. Und die machen zum Beispiel relativ wenig Schutzdienst. Weil wenn ich als Helfer sehe, ob der Hund gut beißt, dann muss ich nicht anfangen, noch mehr Trieb draufzusetzen. Da muss ich auch nicht sagen zu demjenigen, ja, pass mal auf, normalerweise machen wir eine Einheit Unterordnung und dann immer mindestens zwei Einheiten Schutzdienst. Mit demjenigen mache ich zwei Einheiten Unterordnung und eine Schutzdienst. Weil für die Verantwortung bei mir hört nicht auf, wenn der Hundeführer mit dem Hund bei mir das Tor verlassen hat vom Hundeplatz. Meine Verantwortung geht dann auch noch ein Stückchen weiter. Mir ist auch wichtig, dass jeder Hundeführer auch verantwortungsvoll mit seinem Hund umgeht, auch mit dem Thema Schutzdienst verantwortungsvoll umgeht. Mir ist auch wichtig, wenn mir jemand Fragen stellt, dass ich die demjenigen beantworten kann. Warum mache ich was? Wieso tue ich was? Und die Antwort, das haben wir schon immer so gemacht, ist keine Antwort. Man muss es demjenigen erklären können. Mir ist auch wichtig, dass die Hundeführer, die einen Hund führen und sagen und mir zum Beispiel sagen, das ist mir jetzt zu wenig oder das ist mir zu viel, das kann ich vielleicht nicht mehr handeln. Mir ist wichtig, dass wir auf diese Sachen eingehen. Und mir ist auch wichtig, dass man diese Sachen klar durchspricht, dass derjenige auch später mit dem Hund klarkommt, auch im Alltag draußen. Ja, auch da gebe ich, muss ich Martin Rütter wieder ein bisschen, nicht komplett, einfach ein bisschen recht geben. Das kann einen manchmal auch im Alltag auf die Füße fallen.
Das sind aber dann nicht Sachen, wo der Hund irgendwelche Menschen anfällt, sondern das sind dann Sachen, wo der Hund sagt, das habe ich mal da so gesehen, gerade in der Aufbauarbeit, gerade bei jungen Hunden, kommt mir gerade bekannt vor, dann zeige ich mal das Verhalten. Zum Beispiel, ich bell jemanden an. Das gibt sich ganz schnell. Umso mehr das natürlich durchkanalisiert ist und sauber durchtrainiert ist, dann werden auch diese Sachen viel weniger passieren. Und man muss auch immer dazu sagen, dass ich dann irgendwann auch mal es stellt sich auch ein Training ein. Man trainiert ja regelmäßig. Man trainiert auch nicht nur ab und zu. Wenn ich selbst jemanden sehe, der nur ab und zu trainiert, werde ich nie irgendwelche trieblichen Sachen fördern. Auch Beute, einfach nur Bällchen spielen, werde ich bei niemandem auf dem Platz fördern, wenn ich das Gefühl habe, das könnte aus dem Ruder laufen oder das könnte zu viel werden für den Hund. Der Hund kann sich nicht mehr konzentrieren und so weiter. Ja, ich sehe gerade hier schon, es kommen schon die ersten Fragen. Und die ersten Anregungen, bitte keine Diskussion im Chat führen, ihr könnt Fragen reinschreiben, ich werde auf jeden Fall auf eure Fragen eingehen, aber bitte nacheinander, ansonsten schalte ich den Chat ab und da bin ich ganz konsequent. Ja, seid mir nicht böse, ich muss ab und zu mal ein bisschen auf Seite schauen, weil da ist mein Spickzettel, dass ich auch natürlich auf alle Sachen entsprechend drauf eingehe. Schutzdienst. Wer mit seinem Hund einen sogenannten Schutzhundesport betreiben möchte, ob es IGP ist, ob es Monitoring ist, muss im Vorfeld eine Begleithundeprüfung abhalten. Zu jeder Begleithundeprüfung gehört dazu, dass der Hund einen sogenannten Alltagssozialtest macht. Also für Hunde, die hochaggressiv sind und sich in alles verbeißen, die werden da schon die ersten Probleme haben. Es gibt natürlich Vereine, wo natürlich diese Begleithundeprüfung entsprechend immer ein bisschen angepasst ist, sei es zum Beispiel vom Agility zum IGP, wenn ich so einen sehr konsequenten IGP-Richter habe, legt er natürlich ein ganz anderes Augenmerk auf den Hund und auf die Aufmerksamkeit, als wie zum Beispiel ein Richter, der Agility richtet und dann natürlich auch die Begleithundeprüfung mal abnehmen muss, weil diese gehört dazu. Für mich gehört vor jede Prüfungsstufe, die ein Hund ablegt, immer eine Begleithundeprüfung. Auch für Rallye Obedience und so weiter. Ja, dann würde ich sagen, hauen wir uns schon mal die ersten Minuten rein. Im Vorfeld wurde ja beim Podcast noch mal ein bisschen über Silvester geredet. Ballerei, Böllerei. In dem Zuge noch wünsche ich euch allen noch ein gesundes und vor allen Dingen erfolgreiches Hundesportjahr. Zu Berge stehen. Was hast du für Hunde, Tina? Ich habe einen Mali und einen Riesenschnauzer. Zu Berge stehen. Was hast du für Hunde, Tina? Ich habe einen Mali und einen Riesenschnauzer. Okay, da sind wir sofort im Thema. Ja, und wir haben die Silvester verbracht. Was für eine überspitzte Reaktion. Tatsächlich sehr entspannt. Also mein Mali hat verschlafen und die Schnauzerhündin, die ist aufgeregt, sage ich mal, wenn Raketen losgehen, aber eher so, sie will jetzt hinterher und mal ein bisschen eine zurückbringen, wäre ganz geil oder sowas. Also zu dem Thema Silvester möchte ich gerade noch mal einhaken. Also ich selbst, ich werde ganz oft gefragt, wie gehe ich mit meinen Hunden Silvester um oder was mache ich mit meinen Hunden Silvester? Ich lasse meine Hunde Silvester meistens so gegen 10 noch mal raus. Ich fahre natürlich nirgendwo mit meinen Hunden hin, wo ich mitten in der Stadt bin oder sonst was, wo riesen Geböller ist. Ich bin immer da, wo auch meine Hunde Ruhe haben. Ich lasse die meistens gegen 10 noch mal raus, können die noch mal alle bieseln, ihr Geschäft verrichten, kacken, wenn sie müssen. Und danach packe ich die ein, weg, da, wo sie sich wohlfühlen. Dieses Jahr Silvester sind wir bei Freunden gewesen. Ich habe meinen Hundeanhänger mitgehabt. Da haben wir die ruhig in den Schopf gestellt. Die Hunde waren in der Zeit im Anhänger und ich habe keine Probleme gehabt. Die sind dann auch an dem Punkt, wo sie sich wohlfühlen. Selbst wenn ich einen Hund habe und ich habe selber einen Hund gehabt, der hat mit
8 Jahren hat er angefangen, Silvester Panik zu schieben. Der hat sonst, das ist mein allererster Hund gewesen, San, der hat mit 8 Jahren angefangen, Silvester ganz massiv Panik zu schieben. Und ich konnte mir nicht erklären, warum das, wie passiert ist. Ich konnte es mir einfach nicht erklären. Es ist einfach da gewesen. Silvester habe ich den immer komplett in Ruhe gelassen. Ignoriert, habe geguckt, dass er nicht draußen ist, dass er nicht irgendwo wegrennen kann. Und damit gibt es auch relativ wenig Probleme dann. Aber Angst hat sie jetzt nicht unbedingt. Dadurch war es recht entspannt. Wie alt sind die Hunde? Der Mali ist 10 und der Schnauzer 4. Okay. Also der Mali nur ist ein Rüde und ein Riesenschnauzer? Nee, nee, sind beides Mädels. Ah, okay. Gut, also ich will ein bisschen erzählen, wer. Ich habe mich ja in den letzten 20 oder 25 Jahren immer wieder mal zum Thema Schutzhund und Co. im Privaten geäußert und in aller Regel sehr klar und deutlich positioniert. Und meine Haltung ist ja mehr als klar. Ich bleibe dabei, dass es aus meiner Sicht keinen Sinn macht, dass eine Privatperson einen ausgebildeten Schutzhund führt. Sind wir schon beim Thema Schutzhund. Also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es ganz viele, und da sage ich absichtlich, viele Hunde gibt, die zwar Schutzdienst betreiben, aber keine Schutzhunde sind. Es gab mal eine Zeit, da habe ich sehr, sehr viel auch mal Nachtübungen gehetzt. Ich habe da Spaß dran, so Nachtübungen durch Hallen durch. Das ist eine Gruppe gewesen von Leuten. Die haben das immer in Industriehallen gemacht. Das sind zum Teil auch Diensthundeführer gewesen. Und das ist auch alles sehr strukturiert abgelaufen. Es gab ein Vorfeld, Instruktionen, wie zu hetzen wird, dass kein Hund irgendwo so gehetzt wird, dass er davonrennt, sondern immer für einen Hund gearbeitet wird. Und da habe ich ganz, ganz viele Hunde aus dem normalen Schutzhundesport gesehen, die da, ja, wie soll ich sagen, die da auf Deutsch gesagt, ja, nichts gemacht haben. Die standen neben dran und haben gesagt, Frauchen, das ist mir definitiv zu viel. Im Dunkeln, der Typ da, das will ich nicht. Selbst mit dem klaren Beuteziel wie Schutzarm. Also da haben oftmals diejenigen, die richtig Krach gemacht haben, sind da meistens ganz, ganz kläglich untergegangen. Also auch diese Sachen muss man sehen. Und gerade wenn man über das Thema Schutzdienst redet und genau über diese Punkte redet, muss man natürlich auch ein gewisses Wissen haben und vor allen Dingen auch mal diese Hunde entsprechend gearbeitet haben und auch in gewissen Situationen gearbeitet haben, um zu wissen, wie diese reagieren dann letztendlich. Plus, ich bleibe dabei, dass die Methoden sehr häufig extrem fragwürdig sind. Und ich weiß, dass dann immer wieder aus der Schutzhundesportszene kommt, dass da alles Quatsch, der hat keine Ahnung, der kennt das doch alles gar nicht. Also ich habe aber locker 300, 400 Schutzhunde kennengelernt. Ich war bei vielen Prüfungen dabei. Ich habe viele Ausbildungsmethoden kennengelernt, habe viele Diskussionen auch mit Polizeihundeführern gehabt und so. Trotzdem bin ich aber natürlich kein Experte da. Das muss man ja auch ganz klar sagen. So, und hier haben wir genau, er hat es genau gerade richtig gesagt. Er ist kein Experte. Wenn ich natürlich im Vorfeld schon einen Podcast gestalte, der natürlich letztendlich komplett dagegen spricht, sollte man sich natürlich auch hinsetzen und vor allen Dingen einen Experten dazu einladen. Einen Experten, der sich mit der Materie auseinandersetzt. Vielleicht auch jemand, der sich wissenschaftlich damit auseinandersetzt. Es gibt in Deutschland einige Leute, die, was das angeht, richtig, richtig gut sind. Und die mit Sicherheit sich auch da mal kritisch hingesetzt hätten. Und vor allen Dingen auch mal die Sachen klargestellt hätten. Es gibt zum Beispiel auch Leute, in Deutschland, die haben für den Schutzhundesport in Deutschland, genauso auch fürs Diensthundewesen, Studien gemacht, wo sehr viele Erkenntnisse bei rumgekommen sind, dass zum Beispiel, dass es die Hunde nicht aggressiv macht, je nachdem in welchen Bereichen man arbeitet. Genauso auch, dass zum Beispiel aggressive Hunde oder Hunde, die aggressiv sind, die wirklich Verhaltensauffälligkeiten zeigen und das sind oftmals nicht die Schutzhunde.
die zu Beißvorfällen kommen, dass diese zum Beispiel nicht daraus kommen, weil man Schutzdienst macht bei denen, sondern weil diese unsicher sind, nicht klar geführt werden, viel zu viele Freiheiten im Alltag haben, keine Erziehung haben. Auch die Erziehung spielt da ein ganz, ganz großes Thema. Ich würde mich jetzt nicht positionieren als Martin Rütter, Schutz und Experte Nummer 1. Mhm. Und aber aufgrund einer unserer Podcasts hat sich Tina gemeldet und hat gesagt, also ich könnte mal dazu beitragen. Und vielleicht kannst du mal erzählen, wieso deine, ich sag jetzt mal, Hundekarriere war. Also wann bist du das erste Mal mit Hunden in Kontakt geraten? Bist du mit Hunden aufgewachsen und wie war so? Gerade hier nochmal zu dem Thema Hundedatenbank in Deutschland. Es gibt letztendlich in Deutschland keine Hundedatenbank, wo jetzt alle Schutzhunde registriert sind. Ich glaube, die Schweiz hat zum Beispiel so eine Datenbank angelegt. Was du allerdings in Deutschland brauchst, um in Deutschland eine sogenannte anerkannte Schutzdienstprüfung abzulegen, ist eine Leistungskarte, wie jetzt zum Beispiel ihr euer Leistungsheft dann habt. Und darüber sind die natürlich dann entsprechend bei den Verbänden registriert. Deine Entwicklung beim Thema Hundesport? Ja, also aufgewachsen bin ich tatsächlich ein Hund. Also ich glaube, keine Ahnung. Hier geht es jetzt darum, was Tina am Anfang vom Hundesport erfahren hat, was sie mitgekriegt hat. Hier mal dazu, wie es bei mir angefangen hat. Ja, auch als ich angefangen habe mit Hundesport, klein Sebastian mit 14 Jahren auf dem Hundeplatz, da war definitiv auch nicht alles Gold, was glänzt. Nur, ich wäre heute auch nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich keinen Ausbilder gehabt hätte, der mir gesagt hat, du musst lernen, mal über den Tellerrand zu schauen. Du musst lernen, das Tier zu dressieren. Wir arbeiten in einer Dressur. Ausbildung, Dressur fließt letztlich eins ins andere. Ich wollte zum Beispiel am Anfang, weil die alle ein Krallenhalsband drauf hatten und ich mir nie Gedanken drüber gemacht habe, wollte ich ein Krallenhalsband haben. Hat mein Ausbilder gesagt, du kriegst kein Krallenhalsband, wenn du nicht weißt, wie es funktioniert und was du im Hund auslöst. Wir mussten am Anfang alles mit dem Futter machen. Wir haben einfach eine Handvoll Futter gekriegt. Wir sind hier ins Auto gegangen, hier Taschen voll Futter und dann sind wir losmarschiert mit den Hunden. So. Und du hast am Schutzdienstbereich, wo sie halt ja stumpf gesagt beißen. Also es ist natürlich deutlich mehr. Es ist jetzt nicht nur, dass ich jetzt auf irgendjemanden mit Pack schicke und das war's. Es wurde jetzt, ja, die drei Bereiche sind da. Es wurde jetzt im Vorfeld, ging es um das Thema IGP-Sport. Das habe ich jetzt mal gezielt übersprungen. Die haben die Prüfungsordnung, ich sage jetzt mal, minimal angerissen. Letztendlich, wenn ich gerade zu der Prüfungsordnung IGP gehe, sind genau die Punkte angesprochen worden, wo der Hund immer aktiv ist zum Helfer. Es ist nicht einmal angesprochen worden, dass der Hund auch mit dem Hundeführer arbeiten muss, während der Helfer zum Beispiel auf Distanz ist, wie zum Beispiel ein Seitentransport, genauso auch ein Rückentransport. Genauso auch, dass der Hundeführer mit dem Hund quer über den Platz laufen muss zur langen Flucht. Das ist in dem Moment gar nicht angesprochen. Das hat man alles so konsequent, wie soll ich sagen, ja, überspielt. Und das finde ich halt letztendlich schade, weil das ist letztendlich auch der Gehorsamsteil, auf den es natürlich auch im Schutzdienst entsprechend ankommt. Martina, beschreib doch bitte diesen Schutzbereich mal ein bisschen, weil das ist ja genau das, worum es geht und wo vielleicht auch gar nicht alle so im Thema sind. Also wie, das glaube ich auch, ja. Wenn wir jetzt also den Prüfungsteil, also Fährte, okay, so Grundgehorsam, Sitzplatz, Fuß, bleib, kennen wir alles, aber ja, hat auch jeder eine Vorstellung von. Und wie läuft denn, beschreib doch mal die Prüfung, die du jetzt mit deinem Malinois gemacht hast. Okay, da muss man dann differenzieren, weil ich bin dann zum anderen Schutzdienst Sport gewechselt. Jetzt wird es interessant. Jetzt kommt mein Sport. Monitoring. 15 Jahre Missionarsarbeit. Also ich habe mich die letzten 15 Jahre und man hat mir auch
in der Zeit sehr, sehr viele Steine in den Weg gelegt, wenn nicht sogar Felsen, Nagelbretter, Ölfelder, die man angezündet hat und so weiter. Nur, dass man das in Deutschland nicht etabliert. Warum, kann ich natürlich nicht sagen. Das erschließt sich auch meiner Kenntnis. Ich habe heute mit ganz vielen Leuten, gerade auch, ich sitze selber in der VDH-Kommission zum Thema Monitoring, wo mir die ganzen Sachen, alles was jetzt Prüfungsordnung, also der Monitoring-Sport ist in Deutschland ganz offiziell vom VDH anerkannt. Kann mal jemand hier kurz in den Chat schreiben, wer den Sport nicht kennt? Dann gehe ich noch mal kurz näher auf den Sport ein. Wir stellen gerade das ganze Regelwerk dazu, Richterausbildung, Helferausbildung. Wie läuft auch die Ausbildung weiter im Sinne von Trainerschein? Das erstellen wir gerade im VDH und brechen das dann runter natürlich auf die einzelnen Sportverbände, die es angenommen haben, beziehungsweise auch Rassezuchtverbände. Das sind leider Gottes nicht viel. Es gab natürlich so einen Verein, da habe ich das zum Beispiel, habe ich ein persönliches Schreiben bekommen bei, ich weiß gar nicht, was das für ein Rassezuchtverband ist. Die haben gesagt, auf unserem Platz darfst du keinen Schutzdienst machen. Wow, wow. Ich gesagt, ja, ich bin ja nur als IGP-Helfer. Und ich habe mit ganz, ganz vielen Leuten jetzt zu tun, die mir früher ganz viele Steine in den Weg gelegt haben, die auch alles dafür getan haben, dass ich nicht da irgendwo weiterkomme. Mit denen sitze ich jetzt an einem Tisch. Ich lächle denen ins Gesicht. Ich bin auch ganz freundlich und nett zu denen. Und diese Sachen, die damals gewesen sind, das ist mir für meinen Sport egal. Weil ich möchte, dass jeder an seinem Sport Spaß hat. Und das bedeutet auch, dass man miteinander arbeitet, dass man sich auch miteinander hinsetzt. Man muss ja nicht miteinander abends zusammen ins Bett gehen. Man muss auch nicht 24/7 miteinander trainieren. Aber zumindest, was Sachen angeht, wie jetzt zum Beispiel, und das ist das, was gerade was da der Martin da macht, natürlich der natürlich ein schlechtes Verständnis hat gerade für diese Sportarten, weil es natürlich in erster Linie, wenn man es sieht, oder wenn man es nur hört, noch nicht sieht, wenn man es hört, erstmal martialisch sich anhört, da wird jemand angegriffen und der Hund muss beißen, was da eigentlich im Vorfeld für Arbeit gehört, die Signale und so weiter, das ist komplett außen vor. Da ist gar nicht wirklich richtig drauf eingegangen worden. Und das bedeutet natürlich auch, dass man untereinander, gerade für den Sport, sich einfach mal einig ist. Man muss nicht miteinander trainieren. Man muss auch nicht das gleiche Ausbildungssystem haben. Aber zumindest für einen Sport sehe ich einig es. Ja, der Martin hat schon immer was gegen Schutzhundesport. Also ich kenne den Martin Rütter. Ich habe ja einige Jahre ganz intensiv Tierschutz betrieben. Und ich kenne auch aus dieser Zeit noch den Martin Rütter. Da war er gerade in den Anfängen mit dieser... Wie heißen die vom ARD? Die Frau mit den kurzen Haaren und dem Rauhaardackel, wo der Hund hier nicht Autofahren gelernt hat, sondern Mitfahren gelernt hat. Durch die ist er letztendlich erfolgreich geworden. Und weil die erste Sendung über ihn gemacht hat. Und da, selbst auch da auf den ersten Seminaren, hat er natürlich auch schon klar Stellung bezogen. Schutzhundesport, das braucht man nicht und man muss keine Hunde auf Menschen hetzen. Zu der Zeit entstand ja in meinem, oder kannte ich schon den Ringsport und habe da zum Beispiel schon ganz andere Hunde kennengelernt. Das ist nicht einfach nur Hunde auf Menschen hetzen. Dann bleiben wir erst bei dem anderen Thema. Ja. Genau, also das ist eine klassische IPO-Geschichte. Beim IPO im Schutzdienst, also es geht im Prinzip los. Ich rede jetzt einfach erstmal von der höchsten Prüfungsstufe, weil das davor ist so ein bisschen vereinfacht. Es geht los, man hat statisch wie auf einem Fußballplatz, ist der Hundeplatz quasi aufgebaut und man hat statisch 6 Versteckzelte.
immer an den äußeren Rändern. Im Prinzip, der Hund muss so zickzack diese ganzen Versteckzelte ablaufen. Und im Hintersten steht immer der Helfer. Das soll im Prinzip so eine Suche nachstellen, ist aber grundsätzlich eine reine Gehorsamsübung. Also der Hund rennt rein, um jedes Zelt einmal rum, guckt rein, läuft zum nächsten im Zickzack. Wenn er dann den Helfer hat, verbellt er den. Also einfach nur melden, also, hier ist er. Die Leute müssen das wird zu detailliert. Nein, gar nicht. Wir wollen es total detailliert. Aber okay. Der sucht einen Helfer. So, ja. Wie sieht denn so ein Helfer aus? Was sagt er denn für den? Der steht dann da rum und ist in Schutzbekleidung. Ja, der hat eine bisschen dickere Hose, sage ich mal, an. Jetzt wird letztendlich der Helfer beschrieben, wie die Prüfungsstufe abläuft. Problem bei der ganzen Sache ist, es gibt dann relativ schnell einen Cut in der ganzen Sache und es wird auf den Rest nicht mehr eingegangen. Wir gehen mal zu dem Knackpunkt, wo es weitergeht. Dann tritt der Hundeführer ran. Ich lasse es durchlaufen. Ich kann hier nicht so detailliert vorspulen. Das macht sich gerade ein bisschen schlecht auf dem kleinen Display. Ruft dann zu Fuß wieder hierher zu sich und der Helfer tritt raus aus dem Versteck. Das ist immer so ein bisschen statisch, dann geht der Helfer auf so einen bestimmten Punkt, der Hundeführer geht hinterher, legt den Hund ab, der Helfer rennt, also simuliert eine Flucht, dass er jetzt wegrennt und der Hund geht hinterher und beißt dort an der Stelle das erste Mal. Also das soll im Prinzip nachstellen, ich habe den Täter jetzt, den Bösewicht, sage ich mal sozusagen, gefunden und jetzt flüchtet er und ich renne hinterher und verhindere diese Flucht. Kurze Frage, wenn der Hund dann den Helfer in der Flucht schnappt, zieht er dann auf den Beißärmel oder guckt er dann, was er kriegen kann? Nee, die gehen wirklich nur auf den Beißärmel. Also ich. Wenn man sich den modernen IGB-Sport mal anguckt, geht es um den Beißarm. Aber wenn man alle anderen Sachen sich anguckt und wie diverse Sachen trainiert werden, geht es dann wirklich noch um den Beißarm? Oder geht es ganz, ganz oft, gerade mit diesen modernen Ausbildungsmethoden, nicht einfach um das Kistchen, was der Helfer normal im Training einstecken hat? Also ich kenne ganz viele Hunde, die machen ein brachial, martialisches Verbellen auf eine zivile Person. Die kannst du auch auf jede zivile Person schicken für ein Beißwürstchen, für eine kleine, verschnissene, kleine Beißwurst. Nichts anderes. Das ist natürlich für jemanden, der sowas nicht kennt, natürlich schwer einzuschätzen. Für den Hund, also derjenige, der es nicht einschätzt, kann denken, boah, der zerreißt mich. Der Hund sagt aber nur eins, gib mir bitte meine Beute. Ich vergleiche das immer mit so Robben, die in diesem Aquarium ist es keins, in diesen Zirkuspools da sind. Was machen die denn für ein Stück Fisch? Richtig. Und letztendlich machen die unsere sogenannten Schutzhunde, die machen nichts anders. Wenn man sich ganz viele Ausbildungsmethoden von unseren Top-Trainern anguckt und man sich Verbellsequenzen anguckt, wie viele beißen effektiv noch ein? Im Versteck zum Beispiel, beim Verbellen. Fast keiner mehr. Da fliegt überall ein Kissen raus, eine Beißwurst, ein Bällchen, wie auch immer. Und das sind zum Beispiel Sachen, das muss man so jemandem mal erklären. Es geht nicht um eine Person oder um jemanden was weh zu tun oder sonst was. Es geht um einen Arm, um eine Beute. Und das wird ja auch im Kleinen schon aufgebaut, im Beutespiel. Ich habe jetzt wirklich viele Prüfungen gesehen, ich habe noch nie gesehen, dass ein Hund da woanders ist. Also, wenn die wirklich so eindimensional auf diese Prüfung trainiert sind, gehen die erstmal nur auf den Arm. Worüber ich immer drüber schmunzeln muss, ist ja, dass behauptet wird, es wäre natürlich immer nur der Arm. Polizei trainiert das ja genauso. Und wenn du dir überlegst, dass jetzt sozusagen der Hund im Einsatz jemand hinterher rennt, in aller Regel hat der Einbrecher keinen Beißärmel dabei. Und du kannst dir ziemlich sicher sein, dass der Hund trotzdem rangeht. Und mein großes Problem ist ja immer, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn jetzt jemand nicht, wie Tina oder auch viele andere, das sehr genau machen und der Hund genau weiß, es geht um den Ärmel. So, Thema Vollschutzarbeit. Jetzt sind wir schon, wir sind noch beim Headsarm. Kommen wir gleich zum Vollschutz.
Nur mal vergleichbare Beispiele zu bringen. Ich selber gebe auch regelmäßig Diensthundeseminare. Ich gebe auch schon seit mehreren Jahren Diensthundeseminare und Weiterbildungen für Helfer, nicht nur in Deutschland, eigentlich schon zum Teil auch in ganz Europa. Da bin ich schon in einigen Ländern gewesen, Norwegen bin ich schon gewesen, auch in Österreich bin ich schon mal gewesen. Da habe ich Helfer geschult. Und da ging es genau um das Thema Vollschutzarbeit. Wenn mein Hund in Vollschutz beißt, dann beißt er auch zivil. Was für ein Quatsch. Ich kenne so viele Hunde, die am Vollschutz aufgebaut worden sind als Diensthunde. Und diese Verkleidung für den Hund ganz klar erkennbar ist. Auch der Laufstil ist für den Hund ganz klar erkennbar, ob derjenige einen Anzug anhat oder ob der zivil rennt. Auch die Ausdünstung und auch die Gerüche sind für einen Sporthund zum Diensthund total unterschiedlich. Wenn zum Beispiel gerade Alltagshunde, genauso auch wie Rettungshunde. Das sehe ich auch ganz oft, wenn ich unter Rettungshundeführern an Rettungshundevereinen referiere. Ich versuche denen immer zu erklären, bringt mal euren Hunden bei, an Personen zu suchen, die im Adrenalin ganz weit oben sind. Die sich vielleicht eingepisst haben, eingekackt haben und so weiter. Und genauso ist es natürlich auch, wenn ich meinem Hund irgendeinem Täter hinterher schicke. Und ich kenne ganz, ganz viele Sequenzen und ich wünschte, ich könnte jetzt die Videosequenzen zum Teil mal hier vorspielen, die man von Bodycams hat, wo man flüchtende Täter sieht, die Hundeführer, die Hunde aus dem Auto holen, die Hunde wie gestochen losrennen und am Täter vorbeilaufen. Ey! Hast du denn gesehen, der ja der Verbrecher ist? Nee? Dann gehe ich weitersuchen und renne am Täter vorbei. Weil der keinen Anzug anhat. Der Anzug riecht danach, dass andere Hunde drauf gebissen haben. Der Anzug riecht danach, dass die Komponenten des Anzuges total unterschiedlich sind. Der Anzug wird ja auch nicht aufgebaut als Aggression, kloppen mit denen, sondern erstmal nur als Bällchen, als Verkleidung für jemand anderes. Und es gibt ganz viele Hunde, die, vor allen Dingen Hunde, die jetzt zum Beispiel keine, ich sag jetzt mal, natürliche Zivilschärfe haben, die tun sich genau mit sowas verdammt schwer. Und leider Gottes ist das in der momentanen Sporthundeausbildung, momentan in der normalen Sporthundeausbildung, gerade auch in der Zuchtselektion der Fall, dass man genau diese Sachen oftmals in den Hunden vergisst. Gerade wenn man für später qualitativ hochwertige Diensthunde haben will. Wir haben ganz, ganz viele richtig gute Sporthunde, allerdings im Kontext vergessen wir das andere, weil wir sehr viel Trieb haben wollen, oftmals auch dünne Nerven. Und das fällt uns dann in dem Bereich oftmals ganz, ganz schnell auf die Beine. Ja, gebe ich euch vollkommen recht, generalisieren, kleinen Detail, von der Grundarbeit her, richtig, und genau das fehlt und das finde ich, das ist das, was mich stört, deswegen mache ich auch das hier, dass wir genau mal auf diese Kleinigkeiten eingehen. Und der Hund ist auch im Kopf so klar, dass er immer wieder differenzieren kann und auch nicht so übertrieben triebig ist, einverstanden, aber eben ich habe mit den Hunden zu tun, die es irgendwann nicht mehr differenzieren und der nächste Punkt ist, was... Er hat irgendwann mit den Hunden zu tun, die nicht mehr differenzieren können. Martin, Frage an dich. Ich würde gerne mal sehen, wie du, nicht deine Trainer, wie du persönlich mit diesen Hunden trainierst, erstens. Zweitens, ich würde dich generell gerne mal mit Hunden trainieren sehen, auch mit deinem eigenen. Du musst jetzt keine BH laufen oder IGB. Ich würde dich einfach gern mal in Videos mit Hunden trainieren sehen. Ich möchte mal einfach dich trainieren sehen und sagen, du bist ein tolles Vorbild. Ich würde das gern mal sehen. Wäre total interessant für mich. Und zum Dritten, was ich vergessen habe, was passiert denn danach mit den Hunden? Mich würde das echt interessieren. Ich habe da noch so ein paar Sachen aus meiner Tierschutzzeit im Hinterkopf. Was Tina jetzt beschrieben hat,
Der Hund rennt einem Menschen hinterher, packt den am Ärmel und wenn der Mensch nicht aufpasst, liegt er auf der Fresse. Und wenn wir in unserer Gesellschaft eine Sache überhaupt nicht gebrauchen können, ist, dass ein Hund einem Menschen hinterher brettert. Das ist ja genau das, was wir unter allen Umständen wegtrainieren müssen bei Hunden. Nämlich zu sagen, guck mal, der Jogger ist nicht spannend, das Kind, was rennt, ist nicht spannend, alles, was sich hier dynamisch bewegt und atmet, ist nicht dein Beritt. Und das ist natürlich da jetzt... Ich kenne so viele Sporthunde. Und die Sporthunde rennen ganz, 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 ganz selten Menschen hinterher im Alltag. Oder fast gar nicht. Kenne ich fast keine. Also wenn mir da jemand welche zeigen kann, zeigt es mir. Also ich habe, und ich bin an vielen Hundeplätzen unterwegs und ich habe schon viele gute Sachen gesehen, habe auch schon ein paar schlechte Sachen gesehen, aber sowas, dass jemand einer zivilen Person, die einfach so, oftmals sind Hundeplätze an Radwegen, da gehen wir mit Hunden spazieren, da kommen Leute entgegen, die Hunde interessiert das gar nicht. Der Fokus liegt für die Hunde ganz woanders. Also das, ja, ist für mich ein bisschen an Haaren herbeigezogen, aber... Hat ja schon viele Hunde trainiert. Genau das Gegenteil. Es wird ja im Prinzip ein Täter simuliert. Und wie Tina ja auch schon... Ja, es wird ein Täter simuliert. Der Täter, der simuliert wird, das kommt aus der Geschichte, wie letztendlich der sogenannte Schutzdienst entstanden ist. Auch wie der Schutzdienst entstanden ist, gerade in Holland ist es ja so, das KNPV. Das ist natürlich aus dem, da liegt natürlich die Schutzhundeausbildung für die Diensthunde in privater Hand. So ist das KNPV. Letztendlich hier in Deutschland sind ja die Hundesportler, die Schutzhundeausbildung machen, Schutzhunde, jetzt sage ich schon, Schutzdienst betreiben mit dem Hund. Es ist eine Vorstufe der Hundeausbildung für den Dienst. Aber deswegen sind die noch lange, haben die noch lange nichts, wollen die noch lange keiner zivilen Person an die Wäsche noch sonst irgendetwas. Beschrieben hat, ne? Also der Helfer kommt raus, man legt den Hund ab, der Helfer soll sich ruhig verhalten, jetzt haut der Helfer ab. Und dann schickt man den Hund halt hinterher. Und das ist, also das, was wir jetzt hier beschreiben, ist ja im Grunde eigentlich genau das, was. Ja, ihr sagt es gerade, Straßenverkehrsteil BH, da sieht man doch die Sachen. Selbst beantwortet. Jetzt frage ich mich, hast du mal die Prüfungsordnung einer Begleithundeprüfung gelesen? Also bin ich gerade ein bisschen, da gehört das mit rein. Und ich habe schon sehr viele Begleithundeprüfungen gesehen und ich kenne auch sehr viele Begleithundeprüfungen auch so, wo viele dann sagen, ja, das ist ja so eine gefakte Prüfung, wie auch immer, aber das wird ganz oft geprüft. Und wenn solche Sachen, wenn es da zum Beispiel bei einem Sporthund zu Problemen kommt, beziehungsweise zu Beißverfällen kommt, dann wird dir so eine Begleithundeprüfung aberkannt. Dann musst du die wiederholen. Dann kannst du die einfach weitermachen, so wie du vorher weitergemacht hast. Ich kenne das von Sporthunden, die im Alltag mal einen Beißvorfall hatten, wo es Probleme gab, selbst mit anderen Hunden, wo die Sporthundeführer überhaupt nichts dafür konnten. Das ist an den Verband gemeldet worden und dann wurde denen die Leistungsurkunde entzogen, dann mussten die Begleithundeprüfung neu machen, wenn sie diese bestanden haben, haben diese die Leistungsurkunde wiederbekommen und dann konnten die erst wieder im Sport weiter starten. Das ist bei uns im Mondioring gang und gäbe. Wir haben Länder wie Frankreich, da müssen wir einen Wesenstest machen. Da wollen Richter während der Prüfung bzw. vor der Prüfung und nach der Prüfung den Hund anfassen. Wir haben in der Prüfung drin, dass der Richter zum Hund hingeht, das Chipgerät an den Hals lässt und den Chip abliest. Und da darfst du nicht einfach mal den Kopf festhalten. Und wir haben keine Leine und kein Halsband dran. Das geben wir alles im Vorfeld ab. Also das auch mal einfach im Hinterkopf ein bisschen haben. In der Polizei oder in einem Sicherheitsdienst vielleicht eine Relevanz hat, aber erstmal in der Praxis. Sicherheitsdienst darf kein Hund beißen. Also wenn mir einer aus dem Sicherheitsdienst sagt, sein Hund darf beißen oder euch das sagt, der lügt schlicht und ergreifend. Im Sicherheitsdienst darf kein Hund beißen. Das ist selbst schon bei der Polizei oftmals, auch die müssen das, wenn die jetzt einen Einsatz haben, das muss natürlich alles gerechtfertigt werden und Polizei ist hoheitlich. Im Sicherheitsdienst, also lasst euch da von niemandem irgendwo aufs Korn nehmen und irgendwo einen Scheiß einreden.
Praxis für einen normalen Hundehalter ja keine Relevanz hat. Absolut keine. Du wirst als normaler Mensch nicht in die Situation kommen, dass du deinen Hund einen flüchtenden Menschen hinterher schickst. Also das ist wirklich fernab der Realität, birgt aber immer das Risiko, dass wir im Alltag Probleme bekommen. Und das ist im Hundetraining allgemein so, dass wenn wir Dinge beibringen, mal kurz weg vom Schutzdienst, muss ich immer kurz überlegen, kann ich das im Alltag gebrauchen? Also da gehe ich auch, ich habe ja auch viel mit Rettungshunde gestaffelt. Rettungshunde, mein Lieblingsthema. Ich liebe Rettungshunde. Ich bin ganz großer Freund von Rettungshunden. Ich liebe diese Ausbildung. Das ist für mich so, ja, ich finde es halt einfach mega. Aber halt wirklich richtig Rettungshunde. Also auch mal so richtig mit einem einen Hund ein Leichentuch suchen lassen. Mal wirklich sich irgendwo Gerüche wie Adrenalin besorgen und dann mal die Rettungshunde mal jemanden suchen lassen, der voller Adrenalin ist. Da kenne ich ganz, ganz viele Hunde. Bye, bye. Die laufen an dem, die machen um denjenigen einen ganz großen Bogen, weil die mit diesem Adrenalingeruch überhaupt nicht umgehen können. Und da geht es ja auch darum, dass ein Opfer, was gefunden wird, verbellt wird. Und das Verbellen wird in aller Regel, ist das ein frustriertes Bellen. Das heißt, der Hund bellt den Verlorenen oder den zu Suchenden an, in der Hoffnung, jetzt kriegt mein Spielzeug. Verbellen Rettungshunde. Frustration. Martin, da legst du richtig gut. Da bist du richtig gut, was das angeht. Da hast du richtig gut erkannt. Der Hund ist frustriert. Das sehe ich bei ganz, ganz, ganz vielen Rettungshunden. Vor allen Dingen, wenn man im Timing der Bestätigung sowas von unterschiedlich ist, also nicht immer gleich arbeitet, die in Trainingsintensitäten nicht erhöht oder zum Beispiel mal ohne Bestätigung arbeitet oder mal mit Bestätigung über externe Bestätigung arbeitet. Das ist verdammt, gerade für die Rettungshundearbeit, immens wichtig. Die Hunde müssen lernen, mit diesen Thematiken umzugehen. Und wenn du einen Hund hast, der zum Beispiel da frustriert ist, das sind dann auch die Hunde, die dann meistens hacken, die dann einfach mal sagen, und glaub mir, das sind nicht die Mallis. Ich habe einen Hund bei mir im Training gehabt, das ist ein Appenzeller. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, das ist schon ein paar Jährchen her. Der hat im Versteck regelmäßig die sich da reingelegt haben, die hat er verräumt. Und er hat die gebissen. Aber nicht in die Arme und nicht in die Beine, ins Gesicht. Der ist direkt ins Gesicht gegangen. Weil der wusste, da fällt irgendjemand bestimmt was aus der Tasche. Ja, Rettungshunde und vor allen Dingen Rettungshunde. Wenn du zum Beispiel als Rettungshundeführer Schutzdienst machst, das wollen die auch nicht, weil dann hast du nämlich auch einen bösen Hund. Vor allen Dingen, weil der dann ums Versteck kommt und vielleicht auch mal intensiv bellt. Also nicht bloß wow, 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 sondern wow, wow. Das hat aber nichts mit dem Schutzdienst zu tun. Das hat was mit der Genetik zu tun. Es gibt Hunde, die verbellen genetisch tief und laut. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine jungen Hunde angucke, die haben alle eine ganz tiefe Stimme. Die klingen nicht so wie Blechtrommeln. Die haben alle eine tiefe Stimme. Die ballen aus dem Bauch raus. Das ist nicht bloß wow, 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 sondern wow, wow. Und das haben sie nicht gelernt, weil sie böse sind. Das ist zum Beispiel auch der Chap. Wenn der bellt, das hört sich richtig böse an. Der zeigt doch richtig die Zähne. Das ist ein Hund, den kannst du ins Maul fassen beim Verbellen. Da kannst du wegrennen. Das ist ein Hund, für den lege ich dir die Hand ins Feuer, dass der dich nicht beißt. Martin, kannst du dir angucken kommen. Ob es jetzt der Ärmel ist, ein Ball oder was auch immer. Und jetzt musst du dir vorstellen, der Hund kriegt ja im Training beigebracht, du kannst volle Lotte loskläffen, dann kriegst du eine Belohnung. Und die Leute, die so eine Rettungshundesport betreiben, die müssen natürlich gut aufpassen, dass sich das nicht auf den Alltag überträgt. Also, dass der Hund genau weiß, guck mal, jetzt bist du in deiner Weste, jetzt ist das erlaubt, aber im Alltag ist das nicht angesagt. Und das ist eben für viele Menschen sehr schwierig zu differenzieren, plus auch für einige Hunde schwer zu differenzieren. Für die Hunde ist es oftmals viel leichter zu differenzieren und damit umzugehen, dass ein Hund auf einem geschlossenen Gelände trainiert. Dass ein Hund hört, ob er auf dem Hundeplatz ist oder nicht. Was die Menschen nicht verstehen, dass es die Hunde unterscheiden können. Das ist halt einfach der kleine Punkt gerade in dem Moment. Die Hunde können sehr wohl richtig gut unterscheiden, ob die jetzt auf dem Hundeplatz sind oder ob die im Rettungshundeeinsatz sind oder ob die im Dienst sind. Es gibt Hunde, und ich kenne ganz viele Hunde, die sind zum Beispiel gerade im Dienstbereich bitterbös.
Aber nicht, weil sie so gemacht sind, sondern weil sie genetisch so sind. Gibt es heutzutage Gott sei Dank relativ selten, weil wir auch nicht die Hundeführer haben, die so einen Hund führen können. Diese Hunde haben über Rituale gelernt, zum Beispiel gerade Spürhundearbeit. Da gibt es Hunde, die hätten jeden weggebissen, der bei drei nicht auf den Bäumen ist. Über das Ritual Spürhundehalsband sind die komplett in den Kontext Spüren gefallen und haben komplett alle Menschen ringsherum ignoriert. Das bedeutet aber auch, dass man sehr akribisch, kleinlich und professionell trainiert. Und gerade die Polizei, ihr müsst die Profis sein. Das ist ganz, ganz wichtig in dem Moment. Wie machst du das, Tina? Wie verhinderst du, dass das nicht in den Alltag rüberschwappt? Bei uns ist es tatsächlich noch ein bisschen einfacher wie bei den Rettungshunden, weil wir in klaren Hundeplatzsituationen trainieren. Also ich gehe ja nicht in irgendeinen Wald und übe das. Das ist sicherlich bei einem Rettungshund noch mal schwieriger, weil das immer mehr nach Alltag aussieht. Sondern erstens ist es für einen Hund eine klare Situation auf dem Hundeplatz. Und wir haben halt auch immer Rituale vorher. Also ich mache jetzt beispielsweise... Ich habe gerade hier gelesen, hat natürlich die gute Vorlage gegeben, hol den bösen Mann oder sonst was. Wer mich kennt, weiß auch zum Beispiel, wenn jemand auf den Platz kommt oder der bei mir mal Schutzdienst machen möchte und so weiter, wenn solche Sachen kommen, pack den Sauhund oder pack den Bösen oder sonst was, kannst du direkt bei mir vom Platz verschwinden. Der Helfer ist und bleibt für den Sport ein Sozialpartner. Ausrufezeichen. Dass natürlich solche Sachen nach außen dann fehlinterpretiert werden, kann man sich natürlich fast vorstellen. Das ist natürlich immer dann in dem Moment die Schwierigkeit in dem Moment. Und ja, und das nutzt natürlich so ein Martin Rütter als Vorlage. Das hat schon rein physiologische Gründe, dass ich meine Hunde warm mache vom Training. Feste Rituale. Warm machen, ganz, ganz wichtig. Auch ich habe Rituale, bevor ich anfange zu trainieren. Ritual, ich ziehe meine Pfeife an, die ist immer da. Wenn mein Hund weiß, dass ich die Pfeife habe, weiß er, ist Monitoring angesagt, Monitoring Training angesagt. Weste ziehe ich mir an, ich bin am Hundeplatz, packe das volle Futter, Futter, Beißwurst ein und so weiter. Mach meinem Hund entsprechend warm. Das wissen die, das können die ganz klar unterscheiden. Und die Hunde können ja auch unterscheiden über Sachen wie, habe ich ein Geschirr an oder habe ich kein Geschirr an? Oder auch selbst nur alleine der Geruch, Helfer ist auf dem Platz oder das Licht auf dem Platz. Das ist ja gerade bei uns im Monitoring so. Wir haben zum Beispiel im Training immer am Helfer auf dem Platz. Das muss, ist das Normalste der Welt, dass der Helfer sich frei auf dem Platz bewegt, selbst wenn man mitläuft und der Hund erledigt seine Übungen. Das ist normal. Im modernen Hundesport ist sowas normal, dass der Hund klar differenzieren kann. Wenn denen warm laufen und so weiter. Und das ist so ein richtiges Ritual. Die kommen raus aus dem Auto und dann spulen es schon fast von alleine ab. Die brauchen mich da gar nicht. Und dann wissen die, jetzt geht's los. Und dann sehen sie natürlich die Gesamtsituation auf dem Hundeplatz. Die haben dann in der Regel, zumindest im Aufbau, ein ganz bestimmtes Geschirr dran. Ich habe auch fürs Training eine andere Leine, ein anderes Halsband, einfach damit es für den Hund so ein Signal ist, jetzt ist Training. Jetzt ist kein Alltag, jetzt ist das alles ein bisschen anders als im Alltag. Und die trennen das ziemlich gut. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, also ich habe auch schon so andere Situationen bei Schutzhunden gesehen, auch wenn die jetzt zum Beispiel jemandem gegenüberstehen und dieser Mensch macht einen Schritt auf sie zu. Was hast du für Schutzhunde gesehen? Brauche ich mehr Details? Das musst du kleinlicher entscheiden. Ich bin gewesen am SV-Platz, schieß mich tot, am dem und dem Hundeplatz, PHV, sonst was. Da braucht man schon ein paar mehr Details. Das ist nicht einfach so, das ist ein Schutzhund. Nur weil der Hund aussieht wie ein Schäferhund, wie ein Mali oder wie ein Rottweiler, heißt das noch lange nicht, dass das ein Schutzhund ist oder dass der jemand beschützt oder dass der eine entsprechende Ausbildung hat. Das ist Quatsch. Gibt es eine solche Situation auch, die trainiert wird im Schutzhundsport? Bei mir, in meinem Sport prinzipiell schon, ja. Diese Situation gibt es, dass wir die üben. Allerdings gibt es auch ein ganz, ganz, ganz bestimmtes Signal, an dem der Hund bloß auslösen und beißen darf. Also in meinem Sport jetzt ist es ein Schlagen mit... Da sieht man ja schon diese Voreingenommenheit. Man muss mal zwischendrin im Podcast immer wieder zuhören. Da hört man zwischendrin immer, wenn die Tina was sagt, immer so, pass mal auf. Ich habe mir das jetzt ein paar Mal angehört. Einfach mal zuhören. Beiden Händen auf die Schultern vom Hundeführer. Das ist signalisiert ein Angriff. Und es geht um das Thema Führerverteidigung im Monitoring.
Es ist so, Monitoring-Prüfung hast du eine Übung im Schutzdienst, das nennt sich Führerverteidigung. Wie die Führerverteidigung abläuft, das ist nicht einfach so, dass ich mit dem Hund auf den Platz gehe und die Helfer rennen rum. An der Prüfung sehe ich im Vorfeld, es gibt, je nachdem, welche Prüfungsstufe ich starte, habe ich, bevor die Prüfung losgeht, habe ich einen sogenannten Chien Blanc, einen Vorführhund, einen weißen Hund. Wie das Programm, Monitoring, Unterordnung, Sprünge, Schutzdienst, der Ablauf der Übung, wie die Übungen aussehen, wo die Schwierigkeiten sind und so weiter gezeigt. Und genauso auch dann der Schutzdienst. Da kann ich als Hundeführer, bin ich mit auf dem Platz, hier mit Agility zum Beispiel, und kann Fragen stellen, kann mir das nochmal erklären lassen und so weiter. Da gibt es eine Übung Führerverteidigung. Und das bedeutet, es wird ein Szenario ausgeklügelt, wie ich mit dem Hund zu laufen habe, die Helfer machen Ablenkungssachen und so weiter. Und irgendwann kommt ein Angriff, der kommt von hinten, von Seite, von vorne, einfach so, der Helfer macht beide Hände auf die Schulter, klack, Angriff, und der Hund muss in dem Moment beißen. Deswegen greift mich noch lang kein Hund an. Man muss verstehen, wie sowas aufgebaut wird. Bei mir auf dem YouTube-Kanal. Es sind ganz viele Videos dazu, wie wir das aufbauen. Ich fange das an mit dem Welpen, mit Futter aufzubauen. Das ist wie im IGP, der Rückentransport, Seitentransport, selbst das Rückrufen aus dem Versteck habe ich zum Beispiel mit dem Boxer mit Futter trainiert. Den habe ich vor einen Futternapf gesetzt, habe gesagt, guck einen Futternapf an, der hat einen Futternapf angeguckt, habe gesagt, Fuß, Hund kommt hinten raus, guckt mich an, habe ich gesagt, check, und lasse vor wieder fressen. Dann machst du das irgendwann mal mit einer Beißwurst. Kannst du genauso mit einer Beißwurst machen. Hängst die Beißwurst irgendwo hin, sagst Fuß, Hund kommt zurück, guck mich an, sagst pack, und dann darf der sich die holen. Das trainieren wir nicht mit Menschen, damit mir sagen nicht, oh, jetzt mach mal richtig Ramedamme, dass der dich wegmachen kann. Was für ein Bullshit. Das fangen wir an mit Beißwürsten zu trainieren. Ich trainiere das mit Beinmanschetten, die ich auf den Platz stelle. Oder jetzt habe ich diese großen Beißtonnen, wo ich Technik trainiere, bis zum bitteren Erbrechen. Gerade im Monitoring gibt es so viele Leute, die genau dieses bis zum bitteren Erbrechen trainieren mit Beißwürsten, Bälle, Beinmanschetten. Da steckt kein Helfer drin. Da geht es um ein Spiel, nichts anderes. Dann darf der Hund in dem Moment beißen. Entschuldige, wenn dir jemand auf die Schulter haut? Nur wenn mein Hund vorher ein Kommando kriegt, das muss man jetzt auch sagen. Also ich stelle meinen Hund... Ah, wenn dir jemand auf die Schulter haut? Ah. Ein Kommando ein. Also du gibst ihm quasi, sagst ihm so sinngemäß so, Achtung jetzt, ne? Stell dich drauf ein, können... Jede Übung wird eingestellt. Ich sage zu meinem Hund, Hündchen, passe auf mich auf. Und wenn wir nochmal beim Ritual sind, was habe ich vor uns vergessen? Die Hupe. In der Prüfung, auch im Training, ist immer eine Hupe dabei. Das sind Sachen, das fehlt hier. Das sind diese Details, die hier fehlen, um ihm mal klar zu machen, um was es eigentlich geht. Was kommt? Genau, dann spielt man eine Art Szenario durch. Man hat in der Regel dann zwei Helfer und die schicken mich dann über den Hundeplatz. Tina, geh mal dahin, sammel mal das ein, mach irgendwas, wie auch immer. Das ist so ein bisschen, um mich abzulenken als Hundeführer und den Hund dazu zu reizen, vielleicht schon mal eher zu beißen, zu provozieren. Dürfen sie dann natürlich nicht. Und wirklich, wenn dieser Angriff... Das Monitoring-Programm, je nach Kategorie, arbeitet immer gegen den Hund. Also man versucht, natürlich mit dem entsprechenden Regelwerk, die Hunde schlecht aussehen zu lassen, Ausbildungsfehler zu sehen, Defizite zu sehen, um natürlich den Hund Punkte zu nehmen. Der Hund hat zum Beispiel während der Führerverteidigung am Hundeführer zu kleben. Darf nicht weggehen, geht er weg, verliert er Punkte. Und dann dürfen sie das. Ich habe das explizit im Alltag auch probiert, weil ich es wissen wollte, ob es sich den Alltag überträgt. Gar nicht. Die kommen gar nicht erst in den Modus. Also wenn ich die einstelle mit ihrem Kommando und es ist dann kein Helfer in diesem Kostüm da, sondern eine zivile Person. Sie sagt es. Kostüm. Es ist eine Verkleidung. Ich möchte zum Beispiel auch bei mir auf dem Hundeplatz, wenn jemand sagt, zieh mal deinen Zivilbeißer an, ich will meinen Hund zivil beißen lassen. Da stehe ich immer im Tanga auf dem Platz. Ziehe ich immer meinen Tanga an und dann kann er mal zivil beißen, das Hündchen. Kommt das Hündchen auf den Platz und sagt, ey, wo ist er? Geh mal weg da, du geiler Typ. Person
stehen die da und gucken und wissen dann gar nicht, was sie jetzt eigentlich machen sollen. Dann fehlt das außenrum. Also das trennen die wirklich ganz bewusst. Mhm. Ich habe ja am allerwenigsten Ahnung von uns dreien und deswegen, also ich frage mich immer so, wie sieht dieser Reiz aus und welche Emotionalität ist das beim Hund? Also wie ist dieses Verhältnis zueinander? Und wenn ich mir vorstelle, der Reiz ist, da kommt jetzt ein Mann auf mich zu oder da denke ich so aus Hundesicht, also ist mir eigentlich egal, ob ich jetzt die gelbe oder die grüne Leine gerade dabei anhabe. Ja, das ist für mich so ein... Wir haben gar keine Leine dran. Starker Reiz. Und vor allem, wenn ich mir, das kann jetzt alles falsch sein, aber ich will nur einmal kurz mein Verständnis davon erklären. Wenn du auf der anderen Seite beim Hund in seiner Reaktion, brauchst du ja auch eine gewisse Emotionalität, die dann aufgebaut wird. Also, ja, du hast eine Emotionalität. Du bist während der Prüfung konzentriert. Da stehst du nicht dran, wie draußen auf der Straße und abends denkst du, ich habe die Hosen gestrichen voll, sondern da siehst du da und sagst, jetzt muss ich aufpassen, dass ich ja keinen Fehler mache. Wahrscheinlich ist es ja Aggression, oder? Also der Hund muss ja auch so ein bisschen aggressives Moment, muss er dann ja haben, wenn er zum Beispiel jemanden verbellt, wenn er sich verbeißt und so weiter. Und da verbeißt. Frage ich mich, ist es denn irgendwann nicht, ist denn der Reiz nicht so stark und die Emotionalität auch so stark, genau auch, weil man es so oft trainiert, dass dann diese anderen Rituale, die zum Hundeplatz gehören, dass die immer weiter in den Hintergrund treten? Da hört man es ganz genau. Also ich kann das der, die da beim Podcast mit dabei ist, die Katharina, ich kann das ja gar nicht verübeln, dass sie so denkt, weil ihr die Verhältnisse dazu fehlen. Also Katharina, ich lade dich gerne mal zu mir auf dem Hundeplatz ein oder du kannst sagen, wo du wohnst und ich komme gerne mal bei dir vorbei, dass du dir darüber mal ein Bild machen kannst. Ich möchte dir das gerne mal zeigen. Und da bringe ich mal meinen jungen Hund mit. Natürlich, umso länger du wartest, umso älter, umso größer ist der. Da bringe ich dir meinen Hund mit und dann zeige ich dir das gerne mal. Dann zeige ich dir das mal, wie das funktioniert, wie wir sowas aufbauen, auf was es dabei ankommt. Und da wirst du einen ganz anderen Hund sehen. Klar, wenn ich jetzt einen Chap aus dem Auto hole und da kommt hier dieser Mali raus mit seinen paar 40 Kilo, dieser riesen Schädel drauf und so weiter. Ja, der sieht halt erstmal brachial aus. Aber das ist ein ganz lieber, netter Hund. Und der wird dir dann irgendwo sonst was abreißen. Und da kann ich dir das genau mal alles erklären. Da kann man auch bei den Hund irgendwo reinbeißen lassen und dann kannst du mal anfassen, ohne dass dir was passiert. In eine Beißrolle zum Beispiel. Ich erkläre das immer auf Helferseminaren oder wenn ich hier Ausbilder scheine. Ich werde ganz oft zu Ausbilderscheinen für Sporthunde in Verbänden eingeladen, um zum Beispiel meine Sparte Monitoring vorzustellen. Ist mir letztens erst auf einem Gastschein passiert. Da sind wir da gewesen, da ist vor uns ist das IGP dran gewesen und ich habe schon meine Sachen auf den Platz geholt und weil es so warm war, wollte ich meinen Hund nicht im Auto lassen. Und da habe ich mich in meinen Stuhl gesetzt, das gehört halt auch bei uns fürs Monitoring dazu, habe ich meinen Stuhl hingestellt, habe meinen Hund daneben gelegt und da haben die vorher IGP gemacht. Und mein Hund ist neben dran gelegen. So. Und da habe ich gesagt, jetzt geht's los und es geht los. Der hat keine Leine und kein Halsband dran gemacht, gar nichts. Der Hund kann das sehr wohl, sehr gut unterscheiden. Wenn ihr euch mal meine Videos anguckt, sei es auf, ich glaube, auf Instagram sind die drin, YouTube nicht. Aber dazu könnte ich auch mal eine Reaction machen und da würde ich euch mal das Training erklären, wenn ich zum Beispiel auch mit mehreren Hunden gleichzeitig Beutearbeit mache. Die Hunde lernen ganz klar zu differenzieren, wann drin sind sie dran und wann sind sie nicht dran. Das kann ein Hund lernen, das ist überhaupt kein Problem für einen Hund. Und das ist wichtig, dass man genau auf diese Sachen eingeht und dass ich die Sachen erkläre. Also bist herzlich eingeladen oder ich lade mich auch gern mal zu dir ein. Also gerade zum Thema Aggression, inwiefern wir in der Aggression arbeiten im Schutzdienst, hängt wirklich massiv vom Hund ab. Also ich habe jetzt gerade mit meinen beiden auch... Wie sehr wir in der Aggression arbeiten oder nicht, hängt vom Schutzdienst ab. Weißt du überhaupt, was Aggression ist? Ich würde es gern von dir wissen. Sorry, dass ich jetzt da gerade ein bisschen emotional bin. Es werden viele Sachen komplett fehlinterpretiert. Nur weil ein Hund bellt, nur weil ein Hund knurrt oder sonst was, heißt das noch lange nicht, dass der aggressiv ist oder Aggression hat. Und wenn es Aggression ist, ist auch immer wieder die Frage, welche Aggression? Das spielt eine ganz große Rolle.
Und wenn man das natürlich Leuten falsch erklärt und die Leute das nicht verstehen, wie Aggression funktioniert, vor allen Dingen auch, was habe ich für einen Typ Hund für mir, dann fällt das Kind halt im Brunnen. Völlig verschiedene Charaktere. Mhm. Mein Mali ist eher ernsthaft. Ist eher so ein Hund, die sich gern kloppt. Also die sich auch gern, gebe ich zu, also das ist einfach in ihrer Mentalität, die sich auch gern zivil mit einem Menschen anlegen würde. Also die würde mich beschützen. Die geht jetzt auf niemanden sonst so los, aber die würde mich definitiv beschützen. Die ist natürlich auch im Alltag schneller in so einem Modus drin, dass sie sagt, oh, jetzt wird's ernst. Macht sie aber unabhängig vom Schutz. Alltag sind andere Situationen. Die sind, da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Erstmal Unterschied Mali Riesenschnauzer bei Tina. Der eine ist gelb, der andere ist schwarz und der Schwarze singt. Alltag. Wenn ein Hund Aggressionen im Alltag zeigt, heißt das noch lange nicht, dass es am Schutzdienst liegt. Da spielen so unendlich viele Faktoren eine Rolle. Das hat mit dem Schutzdienst gar nichts zu tun. Ich kenne Hunde, die haben sogenannte Gebrauchshunde-Eigenschaften und die steht dann als Name hinten dran, zum Beispiel als Rottweiler und kommen vielleicht noch aus einer richtig sportlich guten Zucht. Das heißt aber noch lange nicht nur, dass die Rottweiler sind, dass die beißen, weil die Schutzdienst gemacht haben, sondern vielleicht beißen die aus Gründen, die für uns nicht ersichtlich sind, weil wir gar nicht wissen, was mit dem Hundeführer passiert ist. Ich selbst mich hat jemand angerufen, Beißvorfall mit einem Rottweiler-Rüden. Der Rottweiler-Rüde, 3 Jahre alt, ich weiß es nicht mehr ganz genau, hat eine junge Frau geführt und der hat ein oder zwei schwere Beißvorfälle gehabt, aber richtig. So, und der Hund sollte Maulkorbzwang bzw. zum Einschläfern gehen. Und sie hat mich gefragt, ob ich mir den Hund angucken könnte und mir meine Meinung drüber bilden könnte und ob ich ihr helfen könnte etc. Und da habe ich gesagt, ja, ich gucke mir den Hund an und versuche dir zu helfen. Und wir kannten uns so vom Telefon. Und da sehe ich die Person, gehe auf die Person zu und ich habe gesehen, wie der Hund auf mich los ist, wie eine Bestie. Ich habe aber auch die Reaktion der Hundeführerin gesehen dabei. Im Vorfeld, als sie mich gesehen hat, hat der Hund mich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Erst wo sie mich angesehen hat, war Achterbahn angesagt. So, ich habe dann zu ihr gesagt, du pass mal auf, lass uns mal ein Stück spazieren gehen. Wir gehen gar nicht auf den Hundeplatz, wir gehen ein Stück spazieren und wir reden erstmal in Ruhe. Und hat sich herausgestellt, dass die Frau vergewaltigt worden ist. Dass die Frau ein ganz massives Problem mit, wie soll ich sagen, sehr imposanten Persönlichkeiten hat. Auch Männer, die einfach so sind, wie sie sind und so und sich so darstellen. Und das hat halt einfach bei ihr einfach so, die hat mich gesehen, hat einfach vorverurteilt, hat gesagt, boah, der kann mir gefährlich werden. Das ist aber ein Instinktverhalten. So, dementsprechend ist der Hund auf mich losgegangen. Nach einer halben Stunde Gespräch, und ich habe es natürlich dann auch ihr gesagt, dass es nicht am Hund liegt, sondern an ihr, ist in Tränen ausgebrochen. Als sie in Tränen ausgebrochen ist, hat sich der Hund an mich dran gesetzt und hat sich von mir anfassen lassen, hat sich streicheln lassen, in einer Art von Danke, dass du mir endlich meine Last abgenommen hast. Ich muss auf sie nicht mehr aufpassen. Oder endlich, dass sie mit der Sprache rausgekommen ist. Wie auch immer, das können wir jetzt interpretieren, wie wir wollen. Das sind andere Reize. Wir müssen auch wissen, was passiert, wenn ich im Alltag rausgehe. Warum ist ein Hund aggressiv? Das hat nichts damit zu tun, dass ich Schutzdienst mache. Das kann die Umgebung sein. Ist der Hund belastet? Ist der Hund vielleicht krank? Ist der Hund schlecht erzogen? Oder es gibt Hunde, die sehen aus wie Schäferhunde, Rottweiler, Dobermänner und Boxer. Die sind von der Straße. Die haben seit Ewigkeiten nichts mit Menschen zu tun gehabt und nur weil unser Tierschutzwille sagt, wir müssen die retten und die dann sagen, ich will da mit Menschen gar nichts zu tun haben, komme ich zu solchen Verhalten und es wird widerspiegelt auf dem Schutzdienst. Und das, finde ich, ist eine brandfatale Sache. Also das kann man nicht miteinander vergleichen. Da muss man aufpassen. Also dieser kleine Pups hat mit 12 Wochen keinen Zahn in der Goschen, aber auf dicke Hose machen wollen, weil da kommen jetzt hier fremde Menschen auf uns zu, das hat die tatsächlich da schon gezeigt. Ist auch wieder eine Sache, Pups mit 12 Wochen, keine Zähne im Maul. Mit 12 Wochen haben bei mir alle die Zähne im Maul. Die Zähne verlieren die immer erst ein bisschen später. Dass Welpen so reagieren, das ist auch oftmals ganz normal mit 12 Wochen. Die kommen aus dem Wurf weg und kommen in eine neue Umgebung und auf einmal sagen die, ui, was ist denn da los? Und da ist natürlich erstmal alles ein bisschen anders. Das zeigen aber Lappis genauso wie Retriever, Border,
Kettle Dog und so weiter. Also das ist jetzt für mich nichts, wo daraus können natürlich Sachen wachsen wie Aggression, auch Aggression gegen Menschen, vor allen Dingen, wenn man das nicht unter Kontrolle bringt, vor allen Dingen, wenn der Hund auch nicht lernt, selbstständig damit umzugehen. Vielleicht hat der Hund sogar gelernt, irgendwo, weil je nachdem, wie die Gegebenheiten der Aufzucht sind, wenn Leute rankommen, bellig. Vielleicht war es einfach nur, oh, kommt jemand ran, der füttert mich, oh, kommt jemand ran, der will mit uns spielen. Kann genauso auch so sein. Ganz kurz, Tina, ganz kurz, Tina. Ja. Lass mich da eben ein. Ganz kurz. Das ist das, wo bei mir so die Nackenhaare hochgehen. Ja. Denn das ist ja genau. Rückenrasieren hilft. Wir haben es mit einer Rasse zu tun und mit einem Hund, wie du selber schon sagst, die ist 12 Wochen, krempelt schon die Ärmel hoch und sagt: Ach, da kommt jemand zu einer zu Frau, ich erkläre ich jetzt mal eben. Und. Da spielt Ausdrucksverhalten eine ganz wichtige Rolle. Und wer mit so vielen Hunden gearbeitet hat, sollte das eigentlich wissen, wie Ausdrucksverhalten funktioniert. Und dass dieses Verhalten nicht nur bei einem Gebrauchshund so ist, sondern bei anderen Rassen genauso. Das ist eben genau dieser schmale Grat. Das heißt, wir haben es mit einer Rasse und mit einem Typ zu tun, wo du sagst und sehr ehrlich sagst, wofür ich bin sehr dankbar für dieses Gespräch, weil du ja nicht sozusagen, ich bin Aussteigerin, ich berichte mal, was alles scheiße läuft. Nein, überhaupt nicht, sondern du gehst ja wirklich, du bist ja nach wie vor, du trainierst das gerne und du bist voll im Thema, bist aber ehrlich mit uns und das weiß ich extrem zu schätzen. Und wenn ich aber da so einen Hund habe, der mit 12 Wochen schon die Ich weiß es extrem zu schätzen, jemanden hier sitzen zu haben, der nicht genügend Argumente hat und auf alles richtig antwortet. Ein Schelm, der Böses denkt. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht laut gedacht. Ärmel hochkrempeln. Jetzt kommt er zu Liesin Müller, die von nichts eine Ahnung hat. Das geht genau 12 Monate gut, wenn es gut läuft. Der Hund sitzt im Tierheim. Jetzt sind wir froh, dass der Hund bei dir gelandet ist, weil du sagst, ich kann das einschätzen, ich erkenne das, ich fahre das auch runter und sorge dafür, dass die im Alltag wirklich vernünftig durch die Welt geht und ich erkenne, wenn die hochdreht. Ich merke, oh, hier ist der was nicht geheuer und wenn ich in der Dämmerung an der Bushaltestelle stehe und da kommen zwei mal ein bisschen Schramm, dann muss ich dir schon mal sagen, nochmal ist alles in Ordnung. Das ist super und das verstehe ich auch alles. Aber jetzt haben wir vorhin die Situation, Katharina hat gefragt, kann denn da nicht so eine... Ja, richtig. Im Podcast wird alles miteinander vermischt. Das ist das, was ich an diesem Podcast... das ist unprofessionell. Das ist einfach unprofessionell. Können die das überhaupt differenzieren? Da kann ich wirklich sagen, Katharina, dass die Hunde absolut in einen Sport- und Arbeitsmodus kommen. Und die wissen ganz genau... Quatsch. Absolut Quatsch. Genau. So wie, das ist jetzt ein wirklich sehr banales Beispiel. Aber wenn ich das Fahrrad aus der Garage hole, um es zu putzen, ist der Emma das egal. Und wenn ich das Fahrrad im Garten von A nach B stelle, auch egal. Wenn ich aber... Der so körpersprachlich vermittelt, ich werde mich gleich auf das Fahrrad draufsetzen, ist ein ganz anderer Erregungszustand in der. Und die weiß genau, jetzt geht's gleich los. Das ist so wie der Jäger, der mir beschreibt, wenn ich die und die Jacke anziehe, weiß der Hund, jetzt geht's hier los. Oder die Leute kommen bei uns zum Agility und sagen... Das ist natürlich bei einem Gebrauchshund immer ein bisschen anders. Also ein Gebrauchshund reagiert natürlich auf diese Reize immer ein bisschen anders als der überdurchschnittlich... kräftige Labi. Sagen, ey, die Kläfferei hier über die Hürde, das haben wir nur auf diesem Hundeplatz, diesen Erregungszustand. Und das glaube ich auch alles. Und da bin ich auch total dabei. Ja. Aber wenn wir es eben mit Hunden zu tun haben, die parallel eben auch schon genetisch eine ganz starke Wachsamkeit in sich tragen, also schon eigentlich explizit darauf selektiert wurden, zu sagen, so Leute, ich kümmere mich darum. Und jetzt fördere ich das alles hoch und runter, sehe ich sehr große Gefahren. Das ist jetzt eine Sache, ja. Das ist Genetik, das ist gefördert worden, das ist auch selektiert worden. Die Frage aber, was ich fördere, heißt doch lange nicht, dass es schlechter wird. Das heißt auch damit, dass der Hund lernt, sich mit der Sache auseinanderzusetzen. Das muss nichts Negatives sein. Das ist aber dann wieder Ausbildung. Und das ist wieder das, was ich sage, man muss individuell auf den Hund arbeiten. Also da, es ist nicht immer alles schlecht, was der Martin Rütter erzählt. Also es gibt auch einige Punkte, da muss ich ihm einfach recht geben. Und ich erlebe das leider auch, besonders dann, wenn die Leute eben ja, den ganzen Tag nur grob mit dem Hund arbeiten, den im Alltag eigentlich nicht vernünftig, auch mal anders auslasten und dann in solche Situationen kommen, wo der Hund dann überdreht und überspannt. Und dann ist es eben, mit Verlaub gesagt, auch ein großer Unterschied, ob ein Mann nur sagt, so jetzt lege ich einen zweiten Gang ein oder
was weiß ich, ein Labi sagt, jetzt weiß ich aber nicht, was ich machen soll. Das ist ein Unterschied. Aber ist das Thema Aggression, habe ich da das Thema verfehlt sozusagen? Spielt Aggression beim Schutzhundsport da überhaupt gar keine Rolle? Doch, spielt sie. Also gerade bei Aggression, jetzt mein Thema. Zum Charakter wie jetzt meine Mali. Für mich war es eigentlich extrem wichtig, auch dass wir sie bewusst in diesem Aggressionsbereich arbeiten, der nun mal einfach in ihr schlummert. Einfach damit ich es kontrollieren kann. Auch. Also ich vergleiche das ehrlich gesagt immer die Embi, wenn ich gezielt im Aggressionsbereich arbeiten, dass der Hund damit klarkommt. Halte ich nicht unbedingt für falsch. Was ich jetzt hier für komplett falsch halte, das muss jetzt ganz genau detailreich erklärt werden. Und im Vorfeld müsste man sich den Hund ansehen, dass man auch sieht, was letztendlich gemacht wird, dass man sieht, auf was man drauf eingeht, was die Signale sind. Da wäre es natürlich optimal, wenn man so mal Welpenvideos hat, dass man mal sieht, wie ist eigentlich der Hund, stellt sich eine Bürste, wie stehen die Ohren, wie steht die Rute, geht der Hund nach vorne im Verbellen, geht er nach hinten, ist er an der Leine, ist er nicht an der Leine, was steht hinten an der Leine, ist diese Person sicher, ist diese Person unsicher. Bei einer Tina gehe ich natürlich davon aus, dass die so souverän und sicher hinten dran steht. Also mein Mali heißt Embi, wenn ich ins Schutzdiensttraining gehe, zweimal die Woche. Es ist wie wenn du also einen aggressiven Jugendlichen ins Boxtraining, in ein seriöses Boxtraining schickst. Schickst du ihn zum Idioten, wird er ein Idiot. Schickst du ihn zum seriösen Boxtraining, hat er mal so ein Ventil, wo er es reglementiert rauslassen kann. Ja, das sind aber gerade, Tina, gerade da, ne? Gehen die Meinungen auch mindestens so weit auseinander wie im Hundesport. Also da, ich hab wirklich gerade auch mit verhaltensauffälligen Menschen gesehen. Aggressionsverhalten von Hunden kann man nicht mit Aggressionsverhalten von Menschen vergleichen. Erst recht nicht mit, ja, den Hund mit dem Menschen gleich. Also Boxtraining, Kinder, verhaltensauffällig nicht. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Das geht nicht. Ein Kind, ein Mensch ist ein soziales Lebewesen, was jetzt zum Beispiel ein Kind nicht darauf angewiesen ist, auf Mutter oder Vater. Es kann auch ins Heim kommen. Und das kann auch im Heim machen, was es will. Es kann auch daheim machen, was es will, weil es sich den Freiraum nehmen kann. Und umso mehr man es einsperrt, umso mehr haut es ab. Zum Beispiel, wenn man so einen Hund, den man hat, den kann man dann anders trainieren. Da kann man zum Beispiel über Ressource Futter arbeiten. Man kann zum Beispiel sagen, wenn du was richtig machst, bekommst du was dafür. Der Hund lernt darüber, wenn ich mich zurücknehme, kriege ich was dafür. Das Kind lernt, wenn ich mich zurücklehne, kriege ich zwar was dafür, aber ich weiß, dass ich es beim Klauen irgendwo viel einfacher herkriege. So entsteht ja auch Kriminalität. Das hat ja nichts damit zu tun. Du kannst ja ein Kind lang nicht so an die Kantare nehmen wie ein Hund. Und bei einem Hund hat man zum Beispiel noch eine Leine. Den Hund kann ich in eine Leine nehmen. Die Leine ist meine Signalgebung. Ich kann über die Leine Signale geben, um zum Beispiel Aggression zu handeln, zu stoppen, zu kanalisieren, abzustellen, wie auch immer. Also das kann man mit einem Jugendlichen nicht vergleichen. Es ist natürlich ein Vergleich für was bildlich darzustellen schon gut, aber man muss immer verstehen, wie ein Hund funktioniert und von was ein Hund letztendlich abhängig ist. Wenn der Hund natürlich außer Kontrolle gerät, dann muss er natürlich abhauen. Dann muss er sagen, wupp, ich bin weg, ich lebe jetzt auf der Straße. Das ist aber nicht möglich. Und unsere normalen Hunde, selbst wenn sie aggressiv sind, die würden eigentlich auf der Straße nicht lange überleben. Also ich kenne einige Fälle, wo Hunde mit Aggressionsproblemen und sonst was abgehauen sind. Die machen im kleinen Kreis Schaden, wenn die wegrennen, sind die verloren. Die finden auch nichts zu fressen. Vielleicht noch ein bisschen Scheiße oder sowas, Fuchsscheiße, wenn sie am Waldrand sind. Ansonsten, oder werden überfahren. Ich kenne so viele Hunde, die sind überfahren worden, weil sie abgehauen sind. Sehr, sehr viel zu tun gehabt. Und ich habe wirklich einen sehr, sehr engen Freund, der Kampfsport mit solchen Leuten betreibt. Und da gehen die wirklich die Meinungen sehr weit auseinander, wie du schon sagst. Du hast dann einen guten Boxtrainer von mir aus, der sagt, schau mal Leute, das ist hier ein Sport, wir können uns jetzt hier richtig ausleben. Und zwar nicht, indem wir uns auf die Fresse hauen, sondern indem wir Sport betreiben. Weil gerade beim Boxen geht es ja nicht nur darum, dass das Ball... Jagdhunde mit ins Boot holen. Das würde jetzt hier komplett, der Jagdhund würde jetzt hier komplett den Rahmen sprengen, weil der hat ja jetzt auch echt nichts verloren da drin. Das wäre jetzt zum Beispiel eine brandfatale Sache, da noch mit einem dritten Thema anzufangen.
Jetzt hast du also so eine Hündin, wie Tina ihre beschreibt, und die kriegt jetzt 22 Welpen in ihrem Leben, die alle mit ein bisschen Pech auch gut drauf sind. Was hat er gerade gesagt? 22 Welpen in ihrem Leben und ihrem Wurf. Im Leben hat er, glaube ich, gesagt. Oh, jetzt nicht vor Vorteilen. Okay, gehen wir von 22 Welpen aus. Wenn man sich mal so unsere deutschen Züchter anguckt und mit welchen Hündinnen gezüchtet wird und mit welchen Rüden, möchte ich mich eigentlich gar nicht dazu äußern. Wozu ich mich aber äußere, ist, dass ich mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass es verdammt viele Züchter in Deutschland gibt, und das wäre halt mal so, das wäre eigentlich mal so gut zu wissen, so eine Statistik. Eine anonyme Statistik oder eine Statistik, die einsehbar ist, man müsste sie vielleicht dann anonym führen, würde mich mal interessieren, zum Beispiel, wie viele Züchter in Deutschland belgische Schäferhunde züchten, wie viele Würfe sie haben von der Wurfstärke und wie viel davon irgendwo frühzeitig wegen asozialen Verhalten oder an die falschen Leute gegeben wurden und so weiter, wo genau diese Sachen passiert sind. Würde mich eigentlich mal interessieren. Und ich bin mir relativ sicher, dass jedem Züchter, genauso wie jedem Menschen, passieren Fehler. Und man kann Leuten nur vor den Kopf schauen. Ich muss allerdings sagen, und das ist, ich führe auch sehr viele Gespräche mit Züchtern, ich habe auch lange bei der Polizei geholfen, gerade für Junghundeprojekte, Jungausbildungsprojekte, und bin natürlich da auch mit Welpen anschauen und Welpen einkaufen gewesen. Und genauso habe ich ja auch mit sehr vielen Züchtern zu tun. Und ich muss sagen, in Deutschland, die Züchter sind verdammt verantwortungsvoll. Und die gehen auch sehr, sehr, sehr verantwortungsvoll mit der Auswahl der Hundebesitzer um. Selbst, ich kenne sogar einige, die züchten Hunde ohne Papiere. Die sind sowas von akribisch und verantwortungsvoll, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, nicht so hoch ist. Wo ich allerdings die Problematik sehe, und das sind zum Beispiel diese ganzen, ich will da gar nicht sagen Züchter, das sind aber die, weswegen zum Beispiel auch dieses Transportgesetz rauskommen ist, man will ja keine Hunde mehr transportieren, bla 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 und so weiter. Man wollte damit den Welpenhandel eindämmen. Was man aber gemacht hat, man hat letztendlich den Hundeführern, den Hundesportlern auf die Fresse gehauen, auf Deutsch gesagt, und nicht den Leuten, die letztendlich Hunde irgendwo günstig einkaufen, weil sie nicht die Eigenschaften haben, die wir haben. Oder Leute meinen, sie haben zwei gute Hunde, also sie meinen, sie haben zwei gute Hunde, und wir müssen die miteinander vermehren. Haben aber hinten von Genetik und von Vererbungslehre und so weiter überhaupt keinen Plan. Das ist nur so eine emotionale Sache. Ja, es wäre ja mal schön und so weiter. Und da sind halt auch wieder die Zuchtverbände gefragt und auch natürlich die eigene Verantwortung von Züchtern, gerade die unter Zuchtverbänden züchten. Auch die Züchter da ein bisschen Aufklärungsarbeit zu betreiben. Was man natürlich nicht kontrollieren kann, sind die Leute, die einfach sagen, ja, ich hätte halt gerne mal einen davon und mit dem Rest, oh, shit happens, verdiene ich vielleicht mir noch ein bisschen Geld. Das ist aber auch mit fast allen Rassen so. Also ist ja auch gerade in der ganzen Corona-Zeit so gewesen, was da gezüchtet worden ist, das war ja jenseits von Gut und Böse. Das ist Wahnsinn. Das ist komplett an der Realität und an der Gesellschaftstauglichkeit vorbei. Wobei man da, glaube ich, auch noch ein Stück differenzieren muss in Sachen Zucht. Also bei den Mallis. Ich will, bei den Schnauzern mag das nochmal anders aussehen, aber bei den Mallis, ich kenne wirklich viele Züchter, die verkaufen nicht an Familienmenschen. Also die Mallis, die im Tierheim sitzen beispielsweise, oder hier Malli in Not, gute und was man so alles gucken kann, wo die ganzen jährlichen Beklopptis sitzen, sind in der Regel keine Hunde vom Züchter. Sind Hunde von irgendeinem Hinterhofvermehrer, der die natürlich dann auch... Muss ich dir recht geben, Tina? Also ich musste damals, wo ich die Envy in den Zug gelegt habe, hat der Züchter vollkommen richtig gemacht, zu sagen, ich suche mir die Leute richtig aus. Wirklich so denken kann, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Also das, was ich auf dem Hundeplatz mache, das hat erstmal nichts mit dem zu tun, was ich im Alltag so mache. Weil wenn richtig. Ich mir vorstelle, dass man bei Hunden mit Aggression arbeitet, dass man, dann denke ich, dann sinkt irgendwann auch die Reizschwelle. Und dass das nicht in den Hundealltag hineinschwappt. Wenn,
wenn man mit Hunden mit Aggression arbeitet, man muss den Leuten genau erklären, welche Aggression man wie anspricht und wie diese Aggression aussieht. Die Leute meinen immer, und das ist natürlich auch das, was man dann viel auf Bildern sieht, zähnefletschende Hunde oder Videos, das sind immer nur Momentaufnahmen, wo der Hund halt massiv verbellt, weil es halt geil ist, wenn der Hund Zähne zeigt. Also wenn man bei mir mal auf Instagram guckt, bei mir sind oder generell auf meinen Bildern, bei mir sind ganz, ganz wenig, relativ wenig Bilder, wo meine Hunde Zähne zeigen, weil ich es halt einfach für kontraproduktiv finde und die Rasse dann halt auch immer so ein bisschen ins falsche Licht rückt. Und es ist halt immer nur eine Momentaufnahme. Welchen Bedingungen auch immer, was auch immer das dann für ein Auslöser ist, oder aber auch, hängt es dann nicht vielleicht auch davon ab, wie gut oder schlecht man... Ja, guter Kommentar. Richtig, die Diensthundeausbildung und Sporthundeausbildung wird hier gleichgestellt. Das ist eine brandfatale Sache, das darf man nicht machen. Also ich kenn einige Diensthundeführer, die gesagt haben, ich möchte nach dem und dem Ausbildungssystem ausbilden und danach habe ich einen guten Diensthund und sind damit kläglichst gescheitert, weil der Sporthund zum Teil so schon gut durchkonditioniert und trainiert ist und diese, was oftmals in der Aggression und vielleicht auch im Wehrbereich ist, relativ schnell stellt sich da eine reitspezifische Ermüdung ein, weil natürlich auch in der Prüfung auf Ausdrucksverhalten geachtet wird. Also man will keinen Hund mehr haben, der die Rute unten hat. Man will keinen Hund mehr haben, der die Ohren dabei hinten hat. Man will keinen Hund mehr haben, der irgendwo anfängt zu pendeln und so weiter. Und da muss man halt sehr sauber und akribisch arbeiten und da braucht man keinen Hund, der am Versteck oder sonst irgendwas Wehrbereiche und Konflikte hat. Das Dumme ist, es wird ganz oft von Wehrbereichen und Aggressionsbereichen und Konflikten gesprochen und letztendlich ist es nur, gib mir mein Bällchen, gib mir mein Ärmchen, gib mir mein Kistchen, aber nicht den Arm jetzt. Was Training macht, natürlich. Also das steht und fällt mit der Qualität vom Training. Das genau. Ist, also jetzt haben wir mit dir ja offensichtlich jemanden, der sich sehr viele Gedanken macht und auch offenbar 200, die absolut in der Spur laufen. Aber es kann ja offenbar auch daneben gehen. Was würdest du denn sagen, was sind dann so die klassischen Fehler, die man da auf keinen Fall machen sollte? Jetzt bin ich gespannt. Also bei mir ist es gerade, wenn ich schon im Welpen, meine Hunde fangen ja als Welpe schon an, es gibt einen kleinen Welpenaufbau, sage ich mal, im Schutzdienst, schon das muss unter gewissen Gehorsam stattfinden. Also immer ist genau so viel, wie viel der Welpe... Nichts muss unter gewissen Gehorsam stattfinden, es muss immer unter Gehorsam stattfinden. Bei mir, ich fange mit dem jungen Hund schon an, dem Hund zu lernen, setzt du dich hin, bewegt sich die Beute. Aber nur, wenn du dich wirklich schön hingesetzt hast und vor allen Dingen auch, wenn du mich angesehen hast, eher bewegt sich das Ding nicht. Und das kann man schon mit dem Futter anfangen zu konditionieren. Man muss natürlich wissen, wenn man mit der Beute arbeitet, wie man die bewegt. Da kann man nicht auf den Platz gehen und sagen, und das Ding kreisen und fliegen lassen, sondern man muss das halt nur minimal bewegen. Man muss lernen, mit Trieben umzugehen. Und deswegen wird der Hund nicht schlechter. Ganz im Gegenteil, die Hunde werden besser, weil sie lernen, sich bewusst mit ihren Trieben auseinanderzusetzen. Sie lernen bewusst, sich mit ihrer Umwelt, mit allem, was drumherum passiert, auseinanderzusetzen. Ablassen kann an Gehorsam, muss er zeigen, bevor er überhaupt spielen darf. In dem Moment ist es ja wirklich nur im Spielen. Du hast wirklich eine Beißwurst und der spielt mit einem richtig anderen. Sozialpartner, es ist immer ein Spiel. Und was anderes ist es ja bei Welpen noch gar nicht. Und da fange ich schon an, wirklich immer, der muss erst einen gewissen Gehorsam, der muss mal Sitz bei mir machen, beispielsweise, bevor der darf nicht kopflos auf den Platz kommen. Richtig und gut. Jetzt ist Halligalli Drecksau Party und was anderes gibt es nicht, sondern der Aufbau findet sehr, sehr, sehr kontrolliert statt. Und ich fahre die Hunde bewusst im Trieb nur so hoch, wie sie es im Gehorsam noch ableisten können. Richtig also gut. Das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig, dass das von Anfang an... Und dann muss man aufpassen, dass die Hunde auch, wenn es geht, ruhig sind dabei. Eine gewisse Kontrolle stattfindet. Dann ist das eigentlich, ja, wie gesagt, bei uns wird im Sport auch gar nicht so viel in der Aggression dann tatsächlich wirklich gearbeitet. Also ich hole die Hunde... Nicht so viel in der Aggression. Wo findet Aggression statt? Im Sport? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Die Hunde, das ist auch immer das, was die IGPler immer so oft sagen. Ja, Bondiering-Leute, ihr habt ja nur Beutelutscher. Ihr habt ja nur Beutehunde. Das sind ja nur Beutegeier. Die wollen ja nur spielen. Das ist ja nichts anderes. Es sind Beutelutscher.
Allerdings hat alles seine Vor- und Nachteile. Bloß weil ich einen sogenannten Beutelutscher habe, hat das nichts damit zu tun, dass ich irgendwo einen schlechten Hund habe. Es gibt die Hunde, setzen sich oftmals anders mit Sachen auseinander, als wenn ich einen Hund habe, wo Konflikte in Wehrbereichen drin sind oder gerade im Verbellen oder eine Beutearbeit aufgebaut wird. Man sieht immer das typische Spiel, der Hund zieht mit der Beute weg. Ist er sicher oder ist er unsicher? Das ist immer dann der springende Punkt. Und das muss man lernen, ganz klar zu unterscheiden. Bei mir zieht kein Hund die Beute von mir weg. Wenn er die Beute haben will, möchte ich, dass er vor mir steht und sich mit mir auseinandersetzt. Du musst auch mal in die Aggression. Das mache ich. Aber eigentlich nur, die beißen nicht in der Aggression. Das ist ganz wichtig. Also wir reizen die da so ein bisschen an. Die verbellen dann sehr derbe. Die würden dann auch beißen. Die würden dann so... Mein Hund geht ums Versteck, sieht den Helfer, sagt wow wow und kriegt dafür seine Beißwurst. Da muss ich nichts, da muss ich nichts anreizen. Also möchte ich gar nicht, weil mein Hund so viel oder generell meine Hunde eigentlich so viel on fire sind, dass sie sagen, oh, dann wissen wir schon, wie das funktioniert. Das fängt aber mit Futter an. Wir bauen das schon mit den jungen Hunden mit Futter auf, den Helfer auf dem Platz zu suchen. Da hat der Helfer den Anzug an, da verbellen die für Futter. Da ist nichts mit Aggression oder mit Verbeißen. Im Futter verbeißen sich. Nicht in die Finger, im Futter. Hundefutter. Und Moment, kein Barf. Die Aggression holt, ganz bewusst auch zivil beißen, das muss man sich bewusst sein. Wir lassen sie aber dort nicht beißen. Ich will dann im. So, zivil beißen. Jetzt muss ich mal ganz kurz zurückgehen. Den Kontext will ich mir noch genau anschauen. Fang an, unter einer gewissen Kontrolle stattfindet. Mhm. Dann ist das eigentlich, ja, wie gesagt, bei uns wird im Sport auch gar nicht so viel in der Aggression dann tatsächlich wirklich gearbeitet. Also ich hole die Hunde bewusst auch mal in die Aggression, das mache ich, aber eigentlich nur, die beißen nicht in der Aggression, das ist ganz wichtig. Also wir reizen die da so ein bisschen an, die verbellen dann sehr derbe. Die würden dann auch beißen, die würden in so einem Moment, wenn man die da in die Aggression holt, ganz bewusst auch zivil beißen, das muss man sich bewusst sein. Wir lassen. Das würde ich mir gerne mal angucken, Tina. Deine Hunde dann zivil beißen. Ich gehe schwer von aus nicht. Da wird ganz, ganz oft fehlinterpretiert. Sie aber dort nicht beißen. Ich will dann immer ganz bewusst, dann mache ich wieder Beutebewegungen und mache Beutespiel wieder draus und der Hund muss sauber von der Aggression in die Beute wechseln. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich immer sagen kann, dieser Hund ist zu jeder Zeit, egal wie hoch gepusht der ist zu jeder Zeit ausschaltbar. Und ich kann sagen, jetzt ist wieder easy going. Das ist bei uns eigentlich dieser Klassiker, den wir am Anfang ausbilden. Also zwei, drei Dinge dazu, ne? Richtig. Gebe ich dir vollkommen recht, nur Behörden dürfen das in Aggressionsbereichen ausbilden. Das ist die große Problematik der Fehlinterpretation. Das ist die ganz große Problematik der Fehlinterpretation. Wenn du so sagst, zu jeder Zeit ausschaltbar, wir alle wissen, das ist ein Lebewesen. Ich glaube, dass Emma ganz, ganz gut abrufbar ist, aber es wird immer einen Moment geben, wo ich denke, fuck, jetzt habe ich den Point of No Return verpennt. Jetzt habe ich echt ein Problem, die kriege ich jetzt in der Sekunde nicht. Martin, du hast mal gesagt, draußen, du musst viel wichtiger sein als draußen alles anderes. Und das kriegt man problemlos hin. Ich weiß nur nicht, in welcher Folge das war. Ab und zu gucke ich auch deine Folgen. Das heißt, ich muss also bei Emma natürlich auch ein Auge drauf haben. Das ist ja logisch. Und ich glaube, bei jedem. Man muss auf jeden Hund ein Auge haben. Und wenn du sagst, ich muss sie zu jeder Zeit ein- und ausschalten können, dann ist das natürlich der Wunsch und die Theorie. Aber wir sollten uns alle darüber einig sein, dass es immer wieder einen Moment geben kann, wo es nicht passieren kann. Und du hast gerade gesagt, also ich kann die in so einen aggressiven Modus versetzen, die bellt aggressiv und sie würde auch im Zivilen in so einer Situation beißen. Ich kenne ganz viele Hunde, ja. Also jetzt muss ich das nochmal, wie soll ich sagen, jetzt muss ich nochmal einhaken. Der Hund würde dann beißen. Wann hat ein Hund gebissen? Für meine Begriffe hat ein Hund dann gebissen, wenn die Zähne meinetwegen dann am Fleisch sind. Wenn der Hund zu aggressiv verbellt und ich hau dir natürlich meine Hand ins Maul rein, dann hat der Hund gebissen. Das ist genauso, wenn ich meinen Hund vor mir verbellen lasse und ich mache so mit der Hand und irgendwann kommen die Zähne drauf, dann hat der Hund gebissen. Ja, aber renne ich weg oder mache einen Angriff, machen die meisten Hunde genau die gleiche Sache weiter. Verbellen. Aber lang nicht. Oder gehen weg oder meiden oder sonst was.
Aber lang nicht, aber ja, im Sinne von Zähne waren an der Haut, ist es dann gebissen. Ja, und da gibt es halt auch mal blaue Flecke und vielleicht noch mal ein Loch. Gebe ich vollkommen recht. Aber die meisten Hunde wollen das gar nicht. Gerade im Sportbereich nicht. Das ist eigentlich für mich jetzt der Schlüssel, weil ich persönlich glaube, dass wir, wenn wir Schusszone Sport bei privaten Menschen erlauben, erlauben wir, dass Menschen mit einer potenziellen Waffe durch die Gesellschaft laufen. Und das ist für mich genauso bedenklich, wie dass Leute, die keine Berufsjäger sind, als Hobbyjäger durch den Wald rennen dürfen und damit auch mit einer Waffe durch den Wald rennen, finde ich mindestens genauso bedenklich. Und das ist das, was mir die großen Bauchschmerzen macht. Also nochmal. Das ist genau der Punkt. Wer Schutzhunde Sport macht, will sich beschützen. Also ich kenne so viele Schutzhunde und da sind so wenige dabei, die effektiv dann, wenn es drauf ankommt, wirklich beschützen würden. Das, was halt fast jeder Hund macht, und das liegt halt einfach in der Genetik drin, die machen halt einfach mal richtig Theater. Die bellen halt. Die geben halt außenrum einfach mal richtig Gas. Aber das hört sich halt bei einem Mali und bei einem Rottweiler und bei einem Schäferhund oder bei einem Dobermann anders an als bei einem Labi. Und der Labi freut sich halt nur dabei, weil der Pinsel halt immer geht. Aber wenn man sich mal wenn man sich mal so einen richtigen Labi anguckt, also der also keine Schönheitseigenschaften hat, sondern Arbeitseigenschaften hat, dann hört man auch ein anderes Bellen. Dann sieht das nämlich auch ganz schnell ganz anders aus. Vollkommen klar und ohne Wenn und Aber. Ich will gar nicht die Diskussion führen. Warum? Der Chat schreibt schon, es gibt genügend Leute, die ihre Hunde als Waffe bezeichnen. Ja, und daran liegt der Fehler. Und das sind genau auch die, die uns den Sport kaputt machen. Das sind genau die, die uns den Sport kaputt machen. Die sagen, oh, der hämmer dich weg, wenn ich ihn raushole. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Als zivile Person, das ist wie Schusswaffengebrauch. Genau deswegen haben wir solche Entertainer da, wie der Martin Rütter, der natürlich seine Gefolgschaft hat und das natürlich ins falsche Licht drückt. Das ist genau der Punkt. Und das darf so nicht sein. Muss der so eng bei Fuß laufen und der ganze Stadt. Ich gucke mir manchmal Videos an von Boah, jetzt kommt sie. Und bevor wir jetzt weitermachen, machen wir eine ganz kurze Pause, weil ich muss mal ganz schnell das Baby rauslassen. So, da sind wir wieder. Es geht weiter. Kleiner hat gepieselt. Und jetzt machen wir weiter mit der legendären Stelle. Knut Fuchs, da fliegt mir die Schädeldecke raus, wenn ich das sehe. Knut Fuchs, was ist das? Ja, Katharina, der ist so irgendwie, der ist so hier fucking Grandmaster auf Ich bin der Schutz und Experte. Ist so ein bisschen Guru in der Szene. Fucking Grandmother of Entertainment. Alle beten den heiligen Knut an.
Und wenn du da bei Instagram mal reinguckst, da geht der aber wirklich, also es ist wirklich heftig, unter welchem Dampf die Hunde stehen. Und ich finde allgemein so dieses, der Hund wird hinterhergeschickt, nimmt Anlauf und dann ist da 45 Kilo Rottweiler, brettern da in so einen Arm rein, der Helfer dreht sich um, ich denke immer, oh, die Wirbelsäule des Hundes und was nicht alles. Also das ist wirklich so heftig, dass ich mal denke, wofür brauchen wir das? Das ist, muss ich Martin noch wieder ein bisschen recht geben? Brauchen wir die Geschwindigkeit? Brauchen wir die nicht? Gott sei Dank haben wir überall sehr versierte Helfer, die auch Bock drauf haben, das zu machen. Ich sehe es ja selber im Monitoring. Mein Hund ist ja jetzt auch nicht gerade der langsamste und den habe ich nicht schnell gemacht. Das ist Genetik. Das ist halt einfach drin. Und wenn so ein paar 40 Kilo rollen, dann rollen die. Ist halt immer die Frage, braucht man das nicht? Stimme ich auch zu. Deswegen muss man natürlich auch die Hunde da nicht extra noch schneller machen. Also das gehört zum Beispiel bei mir überhaupt nicht hin. Und die Helfer, die natürlich das auch machen, haben natürlich auch Bock darauf. Die sind trainiert, die sind versiert, die machen Technikarbeit. Und die Technikarbeit findet oftmals nicht mit Hunden statt, sondern wirklich erstmal irgendwelche Sachen fliegen auf einen, dann macht man mal ein Helfertraining, wo man wirklich mal lernt, gezielt, da schlägt das ein und man dreht raus. Und dann ist das auch gar nicht mehr so, wie soll ich sagen, ja, schlimm. Und letztendlich auch so ein Foto ist nur eine Momentaufnahme. Und das sieht halt einfach manchmal heftig aus, ist aber im Großen und Ganzen gar nicht so schlimm. Ich sehe das selber, ich beschäftige mich auch sehr viel mit physiotherapeutischen Sachen. Ich habe selber auch in meinem Umfeld zwei Physiotherapeuten, näherem Trainingsumfeld. Und gerade oftmals sind es die Hunde, die relativ wenig Verletzungen haben. Und wenn die Hunde Verletzungen haben, sind es oftmals Sachen, die halt aus der Zucht rauskommen und nicht unbedingt von solchen Sachen sind. Ja. Bis auf in die Arbeit, da dürfen sie leider nicht mit. Aber sonst sind die bei mir 24. Meine Hunde sind mit auf Arbeit, liegen bei mir im Büro. Da, Chappy liegt da im Korb. Und der kleine Spack da irgendwo mit dran. Ah, der hat sich gerade hingelegt und schläft weiter. Ich habe natürlich nicht alle mit da. Aus dem einfachen Grund, wenn die mir hier immer übers Laminat rennen, macht das immer die ganze Zeit klack, klack, klack. Und das ist natürlich das, was ich überhaupt nicht brauche. Da hinten sieht man kurz, wie er sich hinlegt. Dabei, egal wo ich hingehe. Ich kann die, also jetzt gerade vor kurzem Silvester, jetzt hatten wir es erst wieder da. Unsere Hunde sind immer mit dabei. Also bei uns gibt es nichts ohne Hunde. Und das muss man auch immer sagen. Viele haben ja noch, jetzt habe ich gerade überlegt, meinen Leitfaden ein bisschen verloren. Der moderne Sporthund, der im Schutzdienst geführt wird, ist auch ein ganz normaler Familienhund. Ich kenne ganz wenige, die ihre Hunde irgendwie isoliert im Zwinger halten oder sonst was. Da kenne ich verdammt wenige. Bei 75% oder 85%, ich habe jetzt keine genaue Zahl, ist der Hund ein Familienmitglied. Auch ich habe bei mir im Garten eine Zwingeranlage stehen. Die habe ich aber dafür stehen, weil ich die nicht den ganzen Sommer drin haben will und ich möchte die Hunde auch nicht tagsüber drin haben, sondern ich möchte die da draußen im Zwinger haben, aus dem einfachen Grund, dass die auch mal einen Knochen fressen können. Ich fütter auch gerne mal meinen Hunden richtig schönen Rinderfuß oder ein ganzes Hähnchen, dass die mal auseinandernehmen können. Dafür habe ich meine Zwinger. Das brauche ich nicht dringend drin in der Wohnung. Und bei 3, 4, 5, 6, 7 Hunden ist das natürlich dann immer ein bisschen, ja, manchmal nicht so einfach, die dann alle drin zu füttern. Riecht einfach komisch dann. Das ist noch eine Rakete. Darüber muss man sich echt im Klaren sein. Kannst du mal beschreiben, was für dich eigentlich den großen Spaß ausmacht an dem Hundesport? Was ist für dich eigentlich das Faszinierende daran? Für mich zumindest an dem Monitoring, also da haben wir jetzt, also wir jetzt noch nicht so viel drauf eingegangen, es ist nicht so sehr jetzt, bekannter Sport. Jetzt bin ich gespannt, was Monitoring für Sie ausmacht und danach kommt, was Monitoring für mich ausmacht. Ist einfach die erklär kurz, was Monitoring ist, wenn das ein wichtiges Thema. Monitoring ist im Prinzip im Vergleich zum IPO, was wir vorhin kurz besprochen haben, hat der Schutzdiensthelfer keine Ärmel an, sondern der hat so wie so ein Michelin-Männchen so einen Komplettanzug an. Ist richtig. Also nochmal an
ich will mal sagen, für einen Außenstehenden ein schwierigeres Bild. Allerdings eine ganz andere Arbeit, die da dahinter steht. Einfach vielleicht auch, weil das Bild so schwierig ist. Weiß nicht, also man bildet generell die Hunde viel mehr in der Ruhe aus, weil sie so viele Übungen in diesem Sport haben, wo sie hoch. Der Monitoring-Sport, ich erkläre es jetzt. Es kommen ja noch ein paar andere, die hier vielleicht zuhören. Oder sich es danach anschauen oder anhören. Der Monitoring-Sport. Ja, in diesem Monitoring-Sport wird auf einen ganzen Anzug gebissen. Wir müssen allerdings zum Monitoring dazu sagen, es findet Unterordnung, Sprünge und Schutzdienst an einem Stück statt. So eine Prüfung geht bis zu einer Dreiviertelstunde in der höchsten Prüfungsstufe in der Kategorie 3. Der Hund wird während der ganzen Prüfung ohne Halsband und ohne Leine geführt. Auf dem ganzen Prüfungsgelände sind mal locker 10 Leute verteilt, die auf einem Prüfungsgelände sind, wo irgendwelche Sachen aufgebaut sind. Hindernisse, Häuschen, Verstecke, weil wir haben ja auch eine Helfersuche drin, wo der Hund einen Helfer suchen muss. Die Sprünge müssen umgestellt werden, die Sprünge müssen aufgebaut werden, eingestellt werden, abgebaut werden, hochgebaut werden, je nachdem, was für ein Hund kommt. Futterverweigerung, da laufen Leute rum, die versuchen den Hund zu füttern und der Hund darf nicht fressen, wenn die Übung dran ist. Es sind 2 Richter auf dem Platz. Mit dir als Hundeführer läuft immer ein sogenannter Ringkommissär mit, der dich von Übung zu Übung bringt. Und so weiter. Dann sind meistens noch 1 oder 2 Fotografen auf dem Platz, die da rumlaufen und Bilder machen von die Hunde. Ich weiß gar nicht, bei wie viel 100, ich glaube über 170, 190 Monitoring-Prüfungen bin ich, glaube ich. Ich habe es aber nicht genau im Kopf. Da ist noch nie was passiert, dass da irgendwo ein Hund zu irgendjemand hingegangen ist und den gebissen hat. 0,0 nichts. Ich habe sogar schon Prüfungen gehabt, da ist der Richter, gerade in Frankreich, da ist Zahnkontrolle vorher und Hodenkontrolle. Da wollte der Richter den Hund anfassen. Der ist dem Hund fast ins Maul gekrochen. Da habe ich gesagt, bist du verrückt, wenn da mal irgendeiner dabei ist, der mal den da macht. Ja, noch nie, also meines Erachtens wüsste ich jetzt nicht, wo da irgendwo mal was passiert ist. Wenn, dann muss es schon wirklich zu ganz massiven Verwechslungen kommen. Aber die Verhältnismäßigkeit, das was passiert und dass nichts passiert ist, ist verdammt hoch. Konzentriert und ruhig arbeiten müssen. Also das Training bei meinen Hunden auf dem Platz besteht, so blöd es vielleicht klingen mag, tatsächlich eher aus Nicht-Beißen statt Beißen. Also wenn ich eine Stunde... Richtig, es besteht bei uns ganz viel aus Nicht-Beißen. Kontrolle, Gehorsam, nimm dich zurück, konzentrier dich. Und der Hund muss auch die ganze Prüfung neben dir laufen. Der kann nicht irgendwo auf dem Platz wild rumrennen. Wir trainieren, haben die davon 5 Minuten gebissen. Und die anderen 55 Minuten mussten sie unter Kontrolle sein und sich zu... So lange trainierst du mit? Das ist 60 Minuten. Tina. Da würde ich jetzt gerne wissen, bei welchen Wetterverhältnissen. Weil das kann dir dann vielleicht auch noch negativ ausgelegt werden, also jetzt nicht von mir. Rücknehmen und eben gerade nicht beißen. Das ist bei uns... Wohin beißen die Hunde beim Monitoring? Jetzt kommt's. Hauptsächlich in die Beine und teilweise in die Arme, je nach Übung. Wohin dürfen sie nicht beißen? Ich persönlich bilde meine Hunde grundsätzlich nur unterm Knie, überm Knie aus und in dem Armbereich. Und Arme kommen bei mir erst sehr spät. Überwiegend sind sie auf den Beinen. Alles, was keinen Anzug hat. Alles, was keinen Anzug hat, hat gefragt. Keinen Anzug an bei den Helfer. Wo der Hund nicht hinbeißen darf? Die Hände sind natürlich offen und der Kopf. Ich bin ja selber auch lizenzierter Helfer, also ich darf auch Prüfungen hetzen und ich habe auch ganz viele Prüfungen auch international gehetzt. Ich hatte auch schon die Chance, die Weltmeisterschaft, die FNBB-WM in der Kategorie 3 in Cottbus damals zu hetzen, wo die das erste Mal da war. Da war das Monitoring noch in der Halle. Ja sicher, kann es mal passieren, dass ein Hund irgendwo vorbeigeht und dir auch mal die Hand erwischt. Ich habe bis jetzt aber noch keinen einzigen Hund gehabt, der sich in der Hand
in dem Kopf oder sonst irgendwo verbissen hat. Never. Es kann natürlich mal passieren, es kann natürlich mal vorkommen, dass sowas passiert. Es kann aber auch genauso auch mal im Agility passieren, dass ein Hund irgendjemand beißt, zwickt, wenn die Emotionen nach oben sind. Deswegen verbeißt er sich da auch nicht drin. Und genauso ist es auch im Monitoring. Wenn das passieren sollte, ausnahmslos alle Hunde in meiner ganzen Laufbahn, seitdem ich Monitoring mache als Helfer, seitdem ich Seminare gebe und so weiter, wenn die Hände erwischt worden sind, haben die Hunde sofort losgelassen und sind direkt wieder in den Anzug gegangen. Das ist Fleisch, Haut, Körper. Das ist für den Hund, die Hunde wollen den Anzug und das merken die Hunde, ob die Anzug haben oder nicht. Und ja, es kann natürlich auch mal passieren, wenn natürlich Bewegung, Belastung kommt, gerade wenn die Flatterbänder kommen, dass ein Hund halt auch mal im Bauch ist. Ja. Dafür ist aber die Verkleidung da. Und Sie sollten natürlich auch nicht im Kragen irgendwo, das ist auch nicht aber Bauch wäre okay? Man trainiert es nicht drauf. Es kann in Ausnahmesituationen passieren. Da der natürlich ist ein Punkt, wo er sie festnageln kann. Dass ein Hund einfach aufgrund der Schnelligkeit der Handlungen da mal irgendwo in Richtung Bauch. Ja, das kann natürlich passieren, dass er mal da reinkommt. Hat aber nichts damit zu tun, dass man das irgendwo gezielt trainiert, dass der Hund da reingeht und Bauch sich verbeißt. Überhaupt nichts damit zu tun. Deswegen geht der Hund nicht nach der Prüfung raus und sagt, jetzt suche ich mir einen Schwimmring. Wenn der sich ohne Schutzanzug aber so verhalten würde wie in der Prüfung und mit Schutzanzug? Reagieren sie gar nicht. Also ich habe es tatsächlich, probiere sowas ja aus, die reagiert gar nicht. Also ich kann meine Hunde mit Pack schicken Richtung Menschen und die gucken mich an wie ein Auto. Also die reagieren dafür andersrum massiv auf den Anzug. Wenn ich meine Hunde irgendwo in Pack schicke, wo Leute sind, drehen die sich um, gucken, wo hat der den Ball hingelegt, die Beißwurst oder sonst was. Ausnahmslos alle meine Hunde. Ohne Mensch drin irgendwo schon auf dem Platz liegt, weil die immer irgendwo dann rumliegen im Training, dann schleifen sie die Anzüge umher und so. Richtig. Wenn du Pack sagst, da stehen Menschen auf dem Platz, suchen die einen Anzug, weiß wo sonst was, aber definitiv keine Menschen. Sind super glücklich, dass sie damit jetzt spielen können in dem Moment wirklich. Also das ist wirklich, die haben einen kompletten Fokus nur auf diesen Anzug. Aber parallel dazu sagst du, sie würde ja im Alltag wehrhaftes Verhalten zeigen oder im Zweifel sich verteidigen sozusagen. Ne? Ja, aber nicht auf mein Kommando. Das ist dann wirklich auf, wenn sie merkt, oh. Das Thema hatten wir vor uns schon mal. Er versucht sie irgendwie festzunageln, um das Ruder wieder rumzureißen. Jetzt wird das Frauchen ängstlich. Da kommt jetzt einer und bedroht uns. Das ist so eine Gesamtsituation. Also sie ist generell zu Menschen sehr offen. Aber wenn diese Gesamtsituation bedrohlich ist, also diese Kombi aus, irgendjemand ist vielleicht so alkoholisiert, laut, wie auch immer. Und ich bin dazu auch noch unsouverän. Solange ich souverän bin. Das ist eine ganz andere Situation. Das kann dir mit jedem Hund passieren. Mit jedem. Das kann dir mit deinem kleinen Chihuahua bis hin zum irischen Wolfshund. Das kann dir mit dem Basset passieren. Oder sonst irgendwas. Das kann dir mit jedem Hund passieren. Wenn der Hund draußen ist und es passiert irgendwas, wo du dich nicht wohlfühlst oder du selber Angst hast im Dunkeln oder sonst was, dann wird der Hund instinktiv handeln. Und da kann es natürlich auch passieren, ja, und da kann es passieren, dass jeder Hund beißt. Ist das Ganze auch noch tippitoppi für sie. Wenn ich dann anfange zu sagen, oh, jetzt fühle ich mich aber auch komisch, dann übernimmt sie. Also würde sie fast übernehmen. Kriegst du sie dann bestoppt? Ich war noch nie in so einer Situation, dass es dann wirklich, wenn sie dann, also ich war einmal in so einer Situation, dass ich angepöbelt wurde von jemand Betrunkenen und der ist dann aber weitergegangen und dann war gut. Es ist immer eine Frage, wie man natürlich damit umgeht. Im Sinne von, was habe ich für einen Hund? Das kann ja mit jedem anderen, mit jedem Mischling kann dir das passieren. Das hat nichts, aber absolut nichts mit dem Sport zu tun. Null. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn er jetzt hergekommen wäre und mich angegriffen hätte in dem Moment oder sowas, möchte ich nicht die Hand dafür ins Feuer legen. Wenn ich dann in dem Moment nicht adäquat reagieren kann, weil Angst oder sowas, würde sie mich verteidigen. Aber da will ich auch Tina zur Seite springen. Bin ich mir danke, Martin, sicher, richtig gut. Nein, das steckt in diesen Rassen. Genau, das steckt genau in diesen Rassen. Also deshalb, das ist ja das immer, wenn die Leute. Aber mir geht es auch gar nicht um, ja, mir geht es aber auch gar nicht darum, das zu kritisieren, sondern ich würde ja, glaube ich, bei Alma gehe ich auch davon aus, dass die das machen würde. Ich denke nur immer auch nochmal, ein Hund kann sich auch mal vertun. Ein Hund kann auch mal eine Situation falsch lesen.
Ja, sicher kann es passieren, dass ein Hund mal eine Situation falsch liest, falsch einschätzt oder sonst was. Das kann dir aber mit jedem, das kann dir letztendlich mit jedem anderen Hund passieren. Anspruchsvoll sind und dann eben einfach dieses Maß an Kontrolle im Schutzdienst gepaart, also was für mich einfach Spaß macht, gepaart mit diesem, ja, diesem Leuchten in den Augen, wenn die Hunde es einfach ausleben dürfen. Wenn sie einfach diese, ich nenne auf gut Deutsch, diese Kackbratze mal rauslassen dürfen und sagen, jetzt, heute, ich bin mal Emmy-Drecks abhalten. Und das einfach. Ich bin gerade ein bisschen vorgerutscht, weil aber so zwischendrin der Kontext war, der nicht, ja, wo viel Gerede war, was ich da nicht, oder was ich zum Teil schon gesagt habe, kommentiert hatte. Halligalli Drecksau Party. Bei mir macht nicht ein Hund Halligalli Drecksau Party. Mein Hund hat in der Prüfung, wenn es um Helfer geht, sich immer, ausnahmslos, immer auf mich und auf den Helfer zu konzentrieren. Hier auch nochmal zu dem Thema, was macht für mich den Monitoring-Sport aus? Was für mich den Monitoring-Sport ausmacht, ist genau das, dass es kein Dressurprogramm ist in arbeitender Perfektion, halte die richtige Position, komplett die gleiche Spannung, permanent. Mir geht es darum, wir haben hier ein Programm, was der Hund vorher nicht weiß. Das Einzige, was wir wissen, dass erst die Unterordnung kommt, dann die Sprünge und dann der Schutzdienst. Wie der Aufbau der Übungen ist im Einzelnen und genauso wie der Schutzdienst abläuft, wir kennen die Übung nach dem Prüfungsreglement, aber was drin gemacht wird, das wissen wir nicht. Es ist letztendlich den Hund so schlau und flexibel auszubilden, dass er jeder Situation gewachsen ist. Dass ich meinem Hund jedes Training eine neue Aufgabe stellen kann, die er lösen darf, dass ich mein Training immer wieder neu gestalte, dass ich mir als Helfer immer wieder neue Sachen einfallen lasse von Bewegungsabläufen, wo der Hund lernen muss, wow, wo schnapp ich den? Wie kriege ich den Hund dazu, wie kriege ich den Helfer dazu, dass der nicht schnell genug wegrennt von mir? Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich irgendwo massiv, aggressiv, über Schmerzen gegen den Hund vorgehe. Absolut nicht. Der Hund darf sich dabei nicht verletzen. Wir im Monitoring dürfen mit dem Hund den Hund nicht anschreien, wir dürfen mit dem Hund nicht sprechen als Helfer, wir dürfen den Hund auch nicht schlagen, gar nichts. Was wir dürfen, ist halt tricksen. Schnelle Beinbewegung, von rechts auf links, rechte Bein linke bleiben, etc. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir irgendwo den Hund was Schlechtes wollen. Und das macht für mich diesen Sport aus, dieses immer wieder neu entdecken, immer wieder neue Ideen haben, immer wieder neue Aufgaben stellen den Hund. Und da brauche ich natürlich einen Hund, auch der sich die Umgebung anguckt. Alles unter, wie soll ich sagen, ja, alles immer im Auge hat, immer guckt, was könnte kommen. Und auch sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen lässt, egal was auch im Außenbereich ist. Dadurch habe ich ja einen Hund, der viel flexibler damit umgeht. Wenn ich einen Hund hätte, der da aggressiv ist und mental belastet ist, der bricht dir da ein, der macht da gar nichts mehr. Der sagt, heute, der Tag ist für mich gelaufen, ich gehe ins Auto, gehe in meine Box, da kann ich alle nach draußen anbellen und die Welt ist für mich in Ordnung. Und das, was mir Spaß macht. Und glaubst du, dass du diese Freude bei den Hunden bei keiner anderen Trainingsform hättest? Durchaus, ich mache ja auch anderen Hundesport. Also ich bin ja nach wie vor auch noch im Turnierhundesport. Mir persönlich, ich liebe halt Schutzdienst. Ich mag das, genau dieses Helferhund, Hundhelfer. Ich als Ausbilder, Hund wie ausbilden, wie kriege ich da einen Helfer, auch mich mit anderen Helfern auseinandersetzen, das macht für mich den Reiz aus, da habe ich so richtig Bock drauf. Das ist natürlich auch für mich als Helfer eine Arbeit, wo ich natürlich auch meinen Körper regelmäßig trainieren muss. Und ich muss sagen, im Monitoring, wir haben so viele Mädels, die in die Klamotten reinstecken und die haben, ja sicher, und wir haben auch mal ein paar blaue Flecke, das ist normal. Das gehört bei uns dazu. Wir haben da Bock drauf, wir haben da Spaß dran. Das heißt aber lang nicht, dass die Hunde uns deswegen irgendwo was Böses wollen. Das ist einfach, weil der Anzug in dem Moment da nicht so gepolstert ist. Und es gibt halt Leute, wie ich zum Beispiel, mein Anzug ist halt wenig gepolstert. Ich mag das zu spüren, wie der Hund beißt, wie der Hund den Anzug dominieren will. Deswegen dominiert er aber nicht mich, sondern deine Beute. Das ist ein natürliches Instinktverhalten, was aus der Natur raus ist, was Beuteverhalten, und das ist oftmals was komplett fehlinterpretiert wird. Ein Beuteverhalten ist ein komplett non-aggressives Verhalten. Wenn man sich mal Beuteverhalten anguckt, ist suchen, lauern, anpirschen,
Losrennen, jagen, hetzen, fassen, beißen, töten, fressen, überleben. Ein non-aggressives Verhalten. Das Tier, der Tiger, der Löwe, der Wolf, die aus dem Gras rausspringen, die werden nicht überleben, die werden sterben. Das ist Beuteverhalten und das machen wir uns zu Nutz. Wir nutzen uns praktisch das Jagen aus. Deswegen jagen unsere Hunde draußen nicht. Das hat nichts damit zu tun. Das hat man über die komplette Zeit, wo man eine Rasse selektiert hat, natürlich in die richtigen Bahnen gezüchtet. Und das darf man nie vergessen. So. Ich mache Zukunftssport mit den Beinen, so zum Fithalten, sage ich mal, so dass nachher alles nicht mehr so ambitioniert, aber. So. Fair bleibt, dem Hund geht ja. Kennst du die Situation oder hast du es schon mal gesehen, dass ein extrem oder ein sehr stark triebiger Hund sich verbeißt und aber nicht wieder loslässt und dann geht's los, dann gibt es einen Stromimpuls, dass er loslässt, dann wird massiv. Das muss ich sagen, ja, habe ich. Der Sport ist ja recht international und dann bin ich auch im Ausland unterwegs. Und da hatten wir schon sehr unschöne Sachen gesehen. Also, da muss ich auch wiederum sagen, andere Länder, andere Sitten. Mit Sicherheit wird es sowas auch schon mal in Deutschland gegeben haben, aber im Großen und Ganzen in dem normalen Metier. Das hat es auch früher mal gegeben. Ich bin zum Beispiel so groß geworden. Aber man muss halt lernen, sich mit den Trieben anders auseinanderzusetzen. Das ist meine Mission an den Hundesport, beziehungsweise gerade an den Gebrauchshundesport, dass man lernen muss, mit den Trieben des Hundes umzugehen. Wie schaffe ich es, von meinem Hund die Triebe so zu kanalisieren, dass ich genau sowas nicht brauche? Wenn ich einen Hund habe, der eh schon brennt wie eine Fackel und auf den Platz kommt, muss ich dann noch mehr Trieb machen mit Peitsche, Bewegung oder sonst was. Wenn ich schon bei einem Hund, bei einem jungen Hund sehe, dass der sich in alles verbeißt, muss ich dann noch mehr Beutearbeit machen? Nein, da muss ich Kontrolle machen. Ich muss es schaffen, eine Triebbalance zu bekommen. Und das ist ganz wichtig, dass es Zeiten gab, wo Leute Fehler gemacht haben, weil das Wissen nicht da war. Ja, die hat es gegeben, aber die Zeiten ändern sich. Und dann muss man halt auch mal neue Wege gehen, sich auf neue Ausbildungsmethoden einlassen. Das ist immens wichtig in dem Moment. Ja, und auch ich habe Fehler gemacht. Aber gut, das ist halt teilweise einfach auch andere Mentalität. Ich will da gar, was nicht deutschsprachiger Raum ist, nachher da. Haltung oftmals noch mal ein bisschen anders. Da habe ich. Aber es ist für dich. Aber es ist jetzt für dich schon so, dass du auch mal erlebt hast. Da ist ein Hund so triebhaft, der beißt rein, die kriegen den nicht weg, dann wird er eben über Stromimpuls gegrillt, bis er wieder loslässt, wieder rangelassen, wieder gegrillt, wieder loslassen. Also ist ja jetzt keine. Ist jetzt nicht so, dass ich diese Dinge über Nacht träume. Nö, gesehen habe ich sowas freilich schon. Ja, das ist jetzt nicht nicht gerade die Regel, aber in Ausnahmefällen natürlich. Und sag mal, was denkst du, wenn du hörst unseren Podcast und du weißt ja, wie ich ticke und ich bin ja, sagen wir mal, die Schutzhundefraktion sagt, das ist doch der die Hunde in Watte packt und Wattebäuschen wirft, die anderen Hundetrainer, die nur positiv verstärken, sagen, ja, dann ist der so grobschlächtig ist und die Hunde quasi misshandelt. Wenn du das so hörst und sagen wir mal, wenn du mich völlig bescheuert finden würdest, hättest du nicht gesagt, komm, wir plaudern mal. Aber wenn du von jemandem wie mir hörst, ich finde das nicht zeitgemäß. Ich finde das grundlegend falsch. Dass eine ja, es gibt Ausbildungsmethoden, die sind definitiv nicht zeitgemäß. Da müssen wir in vielen Bereichen, ob im Sport, ob im Dienst, überall, da müssen wir überall drüber nachdenken. Und da hat sich die letzten Jahre so immens viel getan. Bloß es ist halt zu vielen Leuten noch nicht vorgedrungen. Dann muss man Aufklärungsarbeit betreiben. Dann muss man halt auch mal die Leute mit auf den Platz nehmen. Und vor allen Dingen, man muss sich auch mal hinsetzen und mit allen auseinandersetzen. Auch mal neue Trainingsmethoden zulassen, jemand anderes an die Hand nehmen und mal ausreden lassen. Und auch einfach mal sagen, wir machen das jetzt mal gemeinsam. Wir gucken, dass wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Hundeausbildung ist ein stetiger Lernprozess. Auch es wäre auch mal wichtig, neue Studien zu machen, mal Sachen neu zu erforschen, mal die alten Sachen wirklich mal, die sind da, ja, und mal überarbeiten. Da hat sich so verdammt viel getan. Auch in den Hunden, auch in den Typen von Hunden. Ich kenne auch Hunde, die sind so stupide gewesen, da bist du gar nicht rangekommen an die Hunde. Das gibt's heute fast gar nicht mehr.
Das kann man vergleichen, wenn man sich jetzt, wenn ich zum Beispiel mit, gerade im Spürhundebereich, da habe ich das erste Mal Labradore gesehen und Retriever, das sind Maschinen gewesen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Da hast du gedacht, da steht ein schwarzer Rottweiler da, so ungefähr. Reinrassiger, Labby, maskulin, Muskeln ohne Ende, der hat gebellt. Da habe ich gedacht, alter Schwede, was steht da hin? Was hockt da in der Box drin? Das waren richtig Hunde. Aber da muss man halt wissen, das ist halt nicht so der Lappi, der hinten so als Zündschnur, als Kugel kommt und so einfach daherrollt. Das ist halt ein anderer Hund. Privatperson einen Schutzhund ausbilden darf. Und ich finde auch übrigens total falsch, dass es Hobbyjäger gibt. Was geht da in dir vor? Ja gut, das ist immer der Punkt. Ich kenne dadurch, dass ich mit einem Diensthundeführer... Jetzt kommen wir zum Thema Diensthund. ...kenne ich zumindest auch, ich möchte nicht für alle reden, aber bei uns die Hundestaffel ziemlich gut, die Diensthundestaffel der Polizei. Und ich kenne dadurch die Unterschiede in der Ausbildung, die bei uns im Sport stattfinden und die im Dienst stattfinden. Und das ist... Die sind sowas von unterschiedlich. Und die kann man nicht alle über den Kamm scheren. Das ist halt ganz brandfatal, wenn man da irgendwo irgendwelche Fehler macht und das irgendwas ins falsche Licht drückt. Das kommt halt einfach falsch rüber. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, das gehört hier in den Podcast nicht rein. Da muss ein Diensthundeausbilder rein, der das mal genau erklären kann, auf was es dabei ankommt. Aber das kann ich jetzt nicht sagen. Aber wenn du von jemandem wie mir hörst, ich finde das nicht zeitgemäß. Ich finde das grundlegend falsch, dass eine Privatperson einen Schutzhund ausbilden darf. Und ich finde auch übrigens total falsch, dass es Hobby im Sport auch machen. Also die Anfänge sind dasselbe. Aber ich kenne halt auch diese ja, Unterscheidung, die ab wann ist der Dienst? Ja, die Anfänge der Aufbauarbeit vom Diensthund ist, vom Sport, ist fast identisch. Und ein Diensthund und wo bleibt der Sporthund? Ein Sporthund. Kannst du uns den Unterschied, den groben Unterschied erklären? Ein Diensthund kriegt wirklich beigebracht, zivil zu beißen. Also da, wo wir den Hund in die Aggression holen und dann aber auch bewusst wieder immer in die Beute zurück und nur in der Beute wird gebissen, da lernt ein Diensthund, also die haben beispielsweise Anzüge aus Kevlar oder so, die sind dünner, relativ hart, da kannst du ganz normale Klamotten drüber ziehen. Wichtig ist, beim Diensthund ist ein Einsatzmittel. Das erkläre ich auch immer den Diensthundeführern. Da sage ich, ihr müsst davon ausgehen, dass euer Hund im Dienst nicht mehr mit nach Hause fährt. Er ist ein Einsatzmittel. Ist für viele oftmals sehr schwer zu verstehen, wobei auch sehr viele sehr, wie soll ich sagen, sehr bewusst mit dieser Sache umgehen und natürlich auch ihre Hunde, wenn es natürlich nicht gerechtfertigt ist, auch nicht einsetzen oder wenn die Lage nicht in den Griff zu kriegen ist, nicht reinsetzen. Es gab Zeiten, da war das auch anders. Ja, aber auch da ändern sich die Zeiten. Ja, wichtig ist auch, dass ein Diensthund und da ist es genau die Schnittstelle, ein Diensthund muss eine zivile Person annehmen. Also der muss dich praktisch auch nackig annehmen. Und das hat mit dem Sport nichts zu tun. Und selbst wenn ich mit dem Kevlar arbeite, die Hunde wissen, dass ich einen Kevlar drunter habe. Das muss man wissen. Und die Hunde wissen das eher, als man gucken kann. Zum Beispiel suchen von zivilen Personen. Und da nehme ich jetzt mal die Rettungshunde nochmal mit rein dazu. Zivile Person bedeutet ohne Futter, ohne Bällchen. Ganz wichtig. Ohne Futter, ohne Bällchen. So, und es ist bei den Diensthunden ganz oft auch so, genauso wie bei den Rettungshunden, hat das Opfer oder der gesucht wird, Täter oder Scheintäter, nichts dabei. Laufen die einfach dran vorbei und sagen, da ist ja gar nichts. Der steht da, kein Bällchen, kein Täter. Da geht es nicht um den Menschen oder um den Täter dann, sondern da geht es nur um das Bällchen. So, und dann kommen natürlich auch wieder die zivilen Aspekte dazu. Die Hunde können ganz klar unterscheiden, ob du natürlich zivil angezogen bist oder ob du einen Anzug drunter hast. Genauso auch, was Zivilarbeit im Sinne von Korbarbeit angeht. Da kommt, glaube ich, auch nochmal kurz was dazu. Siehst du halt aus wie ein bisschen kräftiger. Und vor allen Dingen Sport, Regelwerk. Wir haben Regeln. Dienst, keine Regeln. Wir wissen nicht, was passiert. Unvorherhaft gesehene Sachen. Eine Person, aber hat mit so einem Anzug nichts mehr zu tun, sieht einfach aus wie zivil. Dann stellen die mit solch gekleideten Leuten die Schutzdienstsituationen nach. Dann stellen die natürlich Schutzdienstsituationen viel mehr praxisorientierter nach. Die gehen in Gebäude rein und sowas. Dann machen die Stoßkorbarbeit, die ist ja nur noch zivil. Da hat der Mensch keinen, der Schutzdiensthelfer. Kannst du es erklären, kurz Stoßkorb? Stoßkorbarbeit hat der Hund einen Maulkorb der vorne so geschützt ist an der Schnauze. Jetzt geht es genauso um diese Sachen, Stoßkorbarbeit, wie trainiert wird, immer neue Sachen, immer neue Gelände, neue Hallen, neue Wälder und so weiter. Also da muss man natürlich beim Diensthund extrem flexibel sein.
Und sich natürlich auch natürlich da noch mehr Sachen einfallen lassen. Und das ist natürlich ja, im zivilen Bereich. Darf ich mich denn mal verhalten wie ein Figurant? So, stopp. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier ein Stück zurück. Also das ist natürlich die Ausbildung einfach eine nicht dasselbe. Das sieht optisch ähnlich aus, aber die Ausbildung beim Diensthund geht ganz weiter. Um mal Zahlen zu nennen, ne? Und jetzt. Ich sage noch einmal, ich bin wirklich Laie im Vergleich zu dem, was du machst, ne? 15 Hunde auf 12 oder 13 verschiedenen Hundeplätzen. So, er hat gerade gesagt, er ist Laie bei dem, was er tut. Also auch Laie im Sinne von, ich kann die Hunde nicht einschätzen. Bekam ich die Möglichkeit zu sagen, darf ich mich denn mal verhalten wie ein Figurant, aber ich habe keine Schutzkleidung an? Ja? So, er möchte sich auf einem Hundeplatz verhalten wie ein Figurant, hat aber keine Schutzkleidung an. Genau, weiterhören. War nicht einer dabei, der nicht versucht hat, in meinen Arm zu beißen. Gut, das ist halt tatsächlich, das gebe ich zu, im IPO-Bereich, wo das ist mit dem Arm und sowas, gibt es Situationen, wo der Helfer bedrohend auf den Hund zugeht, irgendwie sowas. Diese Situation hast du im Monitoring nicht. Im Monitoring verhält sich der Helfer grundsätzlich immer neutral. Also man hat diese Situation, also da könnte ich dir wirklich sagen, verhalte dich ganz neutral, wird die dich gar nicht beißen, weil da so eine, du sprichst gar keine Bereiche an, also du gehst nicht mit erhobener Hand und drohend irgendwie auf den Hund. Ja, aber schau mal, das ist die Situation, die du vorhin beschrieben hast, wie gesagt, dass der Helfer zieht seine Klamotten aus, geht freundlich auf deinen Hund, alles ist cool. Genau. Ich war dort. Jetzt hatte dann eine sehr überdimensionierte Wachsjacke an und unter meinem Arm oder in dem Arm ein Abflussrohr, so ein Plastikabflussrohr. Es war also klar, wenn der Hund jetzt wirklich mal durchknallt, habe ich nicht sofort ein essentielles Problem. Ne? Martin, damit hast du gerade die Frage beantwortet. Du hast dich verkleidet, du hast dich sicher gemacht, du hast auch gesagt, du stellst das alles so hin und somit stimmt für den Hund auf dem Platz wieder das Bild. Du kannst das nicht mit einem Labrador vergleichen, der lange nicht so diese hochtriebigen Intentionen hat, wie jetzt zum Beispiel ein Gebrauchshund. Und ich sage noch einmal, nicht einer der Hunde, die von mir getestet wurden, und es waren alles Leute, die Stein und Bein geschworen haben, kein Beißärmel, kein Problem. Ich habe mich aber verhalten wie der Angreifer, wie der Figurant. So. Und ich hatte jeden dieser... So, jetzt hat er es wieder gesagt. Er hat sich verhalten wie ein Angreifer, wie der Figurant. Also er hat mit seiner Laienhaftigkeit genau das Verhalten nachgemacht, mit einer Überzeugung, über einer Sicherheit, mir kann eh nichts passieren. Also reagieren die Hunde so. Das ist ein komplett normales Verhalten. Das hätte man draußen auf der Straße ohne, also mit einer ganz normalen Jacke machen müssen. Und da hätte das ganz anders ausgesehen. Da hat natürlich der Hundeplatz, der da draußen war, wenn das überhaupt stattgefunden hat, ja, sich ein bisschen Armutszeugnis damit ausgestellt. Aber ja, dann passiert das. Auf dem Hundeplatz, genau, dann passiert das. Draußen auf der Straße, im normalen Bereich in der Stadt, würde da überhaupt nichts passieren. Bin ich überzeugt davon. Hunde am Arm. Das kann ich mir vorstellen, einfach weil man die Aggressionsbereiche des Hundes anspricht. Viele reagieren dann und wenn dann der Gehorsam nicht da ist, also... Hier kommt gerade was. Wie oft zeigen mir Hunden im Alltag genau diese Bilder? Die zeigen mir den Hunden ja gar nicht. Aber und selbst wenn so Verhaltensweisen kommen und selbst wenn sowas annähernd so ist, ist es nicht, also es, ich wüsste nicht, welcher Mensch sich eins zu eins gleich verhält, sich genau irgendeinen Hund rauspickt und auf den so losgeht. Das macht niemand. Ich habe selbst die Situation gehabt mit meinen Hunden, die beißen, mit einem Autist, der mit gerade jetzt Weihnachten mit einem Stock in der Hand auf meine Hunde losgegangen ist. Und wisst ihr, was meine Hunde gemacht haben? Nichts. Ich habe gesagt, setzt euch hin. Sie haben das über sich ergehen lassen. Der hat Theater gemacht. Ich habe gesagt, hey, stopp, habt ihn auf Seite. Ich habe gesagt, geh hin. Und das ist... Ja, der ist noch ein bisschen kräftiger und so ein Autist handelt natürlich anders, bis die Eltern da gewesen sind. Das ist schon, der ist zu Besuch zu Weihnachten gewesen. Der ist, glaube ich, um die 20, bis die da gewesen, den mitgenommen hat. Ich habe mit denen zu tun. Da haben aber meine Hunde nichts gemacht. Und ja, und auch ich habe Hunde, die natürlich solche Sachen entsprechend wahrnehmen. Ich würde lügen, wenn die das nie wahrnehmen und die sagen, oh, da ist was komisch. Aber ich habe gesagt, legt euch hin und jetzt wird nichts gemacht. Ich kläre für euch die Situation. Das ist das Normalste der Welt. Und das nennt sich Erziehung.
Dein Alltagsgeschäft, Martin. Bin da ehrlich, wenn ich die MB frei laufen lasse und du sprichst genau sowas an, würde die dich beißen. Das ist mir klar. Wenn ich zu ihr sage Platz, dann eben nicht. Die Ariel zum Beispiel. Aber da kann. Es ist auch mal eine Frage, wie man Hunde anspricht. Es gibt natürlich einen Einwirkungsbereich, wo man sieht, wie ein Hund reagiert. Geht man da rein und geht man nicht rein? Also es gibt ganz viele Hunde, wenn man in diesen Einwirkungsbereich reingeht, da beißt auch der Straßenhund, da beißt auch der Kettle Dog, da beißt auch der Border, wie auch immer. Also alles schon erlebt. Ritschbecks, prädestiniert dafür, bist in meinem Einwirkungsbereich. Territoriale Hunde sind da ganz extrem dafür. Deswegen Erziehung, ganz, ganz wichtig. Nicht auslösen. Die würde aber das ist doch wirklich, da liegt doch, Entschuldigung, aber da liegt doch wirklich der Hase im Pfeffer. Und es ist doch auch genau das, was ich eben auch meinte, dass wenn man diese Bereiche anspricht und dann doch die Reize eben da sind für den Hund, dass es dann doch schwierig ist, diese Trennung zwischen Hundeplatz und Realität aufrechtzuerhalten. Ja, aber das ist der Charakter vom Hund. Also die Embi hätte ihr Leben keinen Schutzdienst machen brauchen, gar nichts. Und du sprichst diesen Bereich bei ihr einmal an und du gehst bedrohend auf sie zu und sie würde beißen. Das ist einfach ihr Charakter, solange sie in dieses Beschützen reinkommt. Und der Schutzdienst für sie hat uns eher gebracht, dass ich das Ganze kontrollieren kann und sie sich auch von mir kontrollieren lassen möchte. Das also selbst ich mache mit Hunden, die Aggressionsproblematik haben, mache ich gezielt keine Aggressionsförderung, sondern Beutearbeit, dass sie lernen, ihre Triebe unter Kontrolle zu bringen. Wenn ich natürlich Aggressionsarbeit mache und Wehrbereiche fördere und Aggressionsbereiche, können die sich natürlich potenzieren. Das ist wieder eine Sache der Erziehung, wo ich dem Hund sage, nimm dich zurück, geh in ein anderes Verhalten rein. Dass sie gar nicht sagt, boah, ich muss jetzt hier immer die Alp beschützen, sondern dass sie wirklich sich da zurücknimmt und sagt, gut, die wenn sagt, ich soll, dann muss ich wohl scheinbar. Die wenn Angst hat, dann sollte ich vielleicht auch. Aber ganz im Normalfall, wenn die sagt, ich soll da jetzt sitzen bleiben, dann. Aber ich will mal eine Sache kurz. Ich muss noch eine Sache fragen. Ganz dringend, ja. Aber, ne? Ja, der Chat schreibt schon, es wird oft Erziehung und Ausbildung miteinander vermischt. Richtig. Erziehung ist nicht Ausbildung. Ich trenne Erziehung und Ausbildung konsequent. Bei mir, ich habe auch in der Ausbildung andere Kommandos wie im Alltag. Im Alltag rede ich mit meinen Hunden Deutsch, in der Ausbildung Französisch, kommt vom Ringsport her. Weil mir das so unter den Nägeln brennt. Also dann gehen wir jetzt mal von deinen Hunden weg und nicht, dass die generell, oder was zum Beispiel, was uns auch immer so ein bisschen nachhängt als Image, was ist denn, wenn einer mit einer dicken Daunenjacke auf mich zukommt, ist ja nun auch so ein bisschen. Nix ist da bei mir, absolut nix. Daunenjacke, die kennen das, die riechen das. So ein Anzug riecht auch, wenn doch permanent Hunde drauf beißen. Das können die ganz klar unterscheiden. Schön. So angezogen wie so ein Anzug. Ich hatte so eine Situation noch nie, dass meine Hunde drauf reagiert haben. Also dieser Anzug. Ich schon mehrmals. Ich schon mehrmals. Das sind genau meine Themen. Du kommst dann dahin und was ist denn nicht vorgefallen? Ja, da reingebissen, dort reingebissen. Und dann siehst du, da ist doch ein Muster zu erkennen und so weiter. Die Frage ist, hat der Hund Schutzdienst gemacht, Martin? Bring die Hunde her, sag, der Hund hat Schutzdienst gemacht und zeigt das Verhalten. Das ist, jetzt werden gerade andere Hunde alle über einen Kamm mit Gebrauchshunden geschert. Und selbst wenn ich einen Gebrauchshund habe und selbst wenn der Hund irgendwann mal Triebe angearbeitet worden sind, heißt das noch lange nicht, dass er beißt, beziehungsweise wenn er beißt, heißt das nicht, dass das daher kommt. Das ist eine Sache der Erziehung, nichts anderes. Und das ist ganz wichtig und das sage ich den Hundesportlern immer und immer wieder. Erziehung ist das A und O. Und ohne Erziehung auch keine Ausbildung. Wenn der Hund sich im Alltag nicht reglementieren kann, wird er sich im Sport auch nicht reglementieren. Und das ist genau das, weil auf eine Art sagen wir, und da bin ich bei dir, dass ein Hund erkennt, wir sind jetzt auf dem Platz, hier ist die Arbeit, hier ist Halligalli, aber draußen eben nicht. Und, ja, da ist der Ärmel drauf, da nicht. Aber ich habe es erlebt, dass ich in der Situation ohne Schutzbekleidung, aber ich habe mich verhalten wie der Helfer. Und siehe da, der Hund ist sofort dran gegangen. Und da reden wir nicht von einem Hund. Und ja, er hat sich verhalten wie der Helfer. Immer die Frage, wie sehr ist der Hund ausgebildet worden? Wie viel ist er ausgebildet worden? Und das ist für mich so eine Sache, das ist für mich
das ist für mich zu unglaubwürdig. Also ich habe genügend, auch in meiner ganzen Tierschutzzeit, ich habe mit so vielen verhaltensauffälligen Hunden zu tun gehabt. Und genau diese Bilder haben nie so stattgefunden. Und genauso letztendlich, wenn ich natürlich an einem Hund, und das muss man immer ganz klar unterscheiden, wenn ich an einen Hund, der im Schutzdienst gearbeitet wird, sicher rangehe, überzeugt, dass mir nichts passiert, dann wird auch der Hund anders reagieren und oftmals dann auch beißen, als wenn ich dort rangehe, boah, tu mir bloß nicht weh. Die meisten wollen ja doch gar nicht wehtun. Das wollen ganz viele Hunde nicht. Und die wehtun und die oftmals auch den Schaden machen, das sind oftmals genau die Hunde, die im Schutzdienst, durchgefallen sind oder wo Schutzhundeeigenschaften nicht vorhanden sind, wo man irgendwas gemacht haben, dass die irgendwas tun. Und das halte ich natürlich auch für brandgefährlich, solche Sachen dann zu machen. Das heißt aber nichts, dass es rein an dem Hundesport-Schutzdienst liegt. Das ist ein Ausbildungsfehler. Das ist definitiv ein Ausbildungsfehler. Nicht von einem Hundeplatz, sondern von verschiedenen Trainingssituationen. Plus, und das ist mein allergrößter Bauchschmerz, ist, dass wir eigentlich in einer Gesellschaft leben, wo wir eigentlich in die Situation kommen, dass wir sagen, Hunde dürfen keine Bedrohung sein und Hunde dürfen nicht bedrohlich sein für Menschen. Und deshalb finde ich eben eine Trainingsform, wo ein Hund in etwas reinbeißen kann, was an einem menschlichen Körper befestigt ist, überhaupt nicht zeitgemäß. Ich finde das einfach nicht zeitgemäß. Das ist... Du hast es richtig gesagt. Hunde dürfen nicht bedrohlich sein. Hunde müssen erzogen sein. Hunde müssen sich reglementieren. Und damit werde ich den Podcast auch beenden. Meine Punkte, die mir wichtig sind, bin ich komplett durchgegangen. Ich lasse den Chat noch offen. Ihr könnt noch dazu Fragen reinstellen, wenn ihr wollt. Wenn ich natürlich, das Beißen, wenn irgendwelche Sachen an den Menschen angebracht sind, so, und dann sagt das ja schon, wenn Sachen an den Menschen angebracht sind oder Verkleidung sind, ist nicht zeitgemäß, halte ich für absoluten Quatsch. Ich halte es für wichtig, dass sich Menschen mit ihrem liebsten Individuum, Haustier, Hund, je nach Rasse, auseinandersetzen. Und das natürlich so trainieren, wie sie Bock drauf haben, solange es komplett fair gegenüber dem Hund und kinologisch korrekt ausgebildet wird. Es ist in jeder Hundesportart so. Es muss einfach fair sein. Und schwarze Schafe haben wir überall. Egal wo. Ob das im Obedience ist, ob das im Agility ist, die einen arbeiten auf Hundeverschleiß, die anderen arbeiten, der Hund bringt nicht die Ruhe mit. Genauso auch in Hundeschulen, wo irgendwelches Schindluder betrieben wird, die haben wir überall. Und dazu sagen, nein, das muss verboten werden, das halte ich für den komplett falschen Weg. Wichtig ist, dass für den Schutzhundesport, dass es in Vereinen stattfindet, auf entsprechendem Gelände, die Hunde sozial kompatibel sind, im Alltag mit Mensch und Hund. Selbst wenn ich Hunde habe, die Aggressionsproblematik haben mit anderen Hunden, ja, dann muss ich Erziehung machen. Dann kann ich halt nicht sagen, ich mach das nicht. Und die Hunde, die oftmals die Aggressionsproblematik haben, zum Großteil nicht aus dem Hundeplatz rauskommt, das sind auch die Hunde, die meistens nicht auf die Straße gehen, wo keine Habituation gemacht worden ist, wie auch immer. Im Großen und Ganzen, der Podcast, es sind Sachen drin, wo ich sage, die sind passiert, solche Sachen gehören der Vergangenheit an. Ich habe für mich hier mit meinen Punkten die Sache, ich hoffe, ins richtige Licht gebracht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Live. Ich werde es wieder machen. Wird auch Sachen kommen, wo ich meine Ausbildung mal argumentieren werde, kommentieren werde, wo wir uns auch mal drüber diskutieren können. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch mal Trainingsvideos zuschicken, die ich für euch mal hier live analysiere. Da habe ich richtig Bock drauf, ohne jetzt irgendwelche Wertungen einzustellen. Im Vorfeld werden wir die, also das mache ich auch nicht aus dem Kalten, das gucke ich mir erst vorher mit der Person an, weil ich möchte auch, dass niemand irgendwo schlecht geredet wird, wie auch immer. Ja, die Folge habe ich aufgezeichnet. Das wird mein erstes Live sein. 2023 wird, ich hoffe, heute noch verfügbar sein.
dass man sich im Nachhinein angucken kann. Ich habe es auch als Podcast aufgezeichnet, werde ich auch auf meinem Podcast-Kanal online stellen. In Zukunft werden hier mehr solche Sachen kommen, auch Trainingsvideos. Mein Ziel ist es, den Schutzhundesport ins richtige Licht zu rücken und den Leuten klarzumachen, dass es eine Hundesportart ist und nicht irgendwo eine Beißerei auf Menschen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Wenn das Video online ist, ihr seht es auf Instagram, folgt mir auf Instagram, macht hier auf jeden Fall die Glocke an, folgt mir hier auf YouTube. Ich werde es, sobald es online ist, gebe ich euch Bescheid. Lasst mir einen Daumen da und wichtig ist das Video kommentieren, dass wir Reichweite kriegen für unseren Sport pro Schutzhund. Ja, schönen Abend, euer